Von mir aus. Sonja macht das nicht. Doch, erste Reihe. Guck mal, 20.32 Uhr, fast gut. Pünktlich. Starte. Ja, genau. Halli, hallo und herzlich willkommen. Es ist so toll, die Römerhallen wieder so voll zu sehen. Nach wie vielen Pandemie-Versionen? Man kann es schon nicht mehr zählen. 74 Jahre ist es her. Ja. Es ist fast alles normal. Nein, wir tun so. Ein paar Masken auf, gut so. Nein, also wir haben hier einen sicherlich wunderbaren Abend. Herzlich willkommen dazu im Römer. So wie immer, eine Veranstaltung ist das Ganze, auch wie immer vom Kulturamt der Stadt Frankfurt in Kooperation mit HR2 Kultur. Und die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich auch das Prinzip. Wir stellen hier 8 Bücher im Viertelstundentakt vor. So kriegen Sie immerhin einen kleinen Einblick in das, was gerade auf der Buchmesse passiert, zumindest was die deutschsprachige Literatur angeht. Und das werden heute unsere Autoren sein. Wir stellen sie Ihnen in der Reihenfolge ihres Auftritts vor. Und zwar werden es sein Christoph Peters mit dem Roman Der Sandkasten, Daniela Dröscher mit Lügen über meine Mutter, Martin Mosebach mit Taube und Wildente, Melanie Rabe mit Die Kunst des Verschwindens. Und Bettina Scheiflinger mit Erbgut, Amelie Fried mit Traumfrau mit Ersatzteilen, Sascha Reh mit Raserei und André Kurkow stellt seinen Roman Samson und Nadescha vor. Haben wir uns schon vorgestellt? Cecil Schortmann. Martin Schwarz. Gut. Anschließend können Sie die Bücher bei Wohlgefallen, davon gehen wir jetzt mal aus, hinten in der Buchhandlung Land in Sicht am Büchertisch auch käuflich erwerben, so wie sich das gehört. Genau, und Sie können die ganze Sendung nachhören in der HR2 Spätlese und du sagst wann? Das ist am kommenden Sonntag, 23. Oktober, die gesamte Veranstaltung nochmal nachzuhören ab 18.05 Uhr in HR2 Kultur, genau. Jetzt geht's los mit Christoph Peters und dir. Soll es zu mir hinziehen. Genau, richte dich ein. Genau. Ein Radiomoderator streift. Wo gibt es Proteste? Fotopause jetzt schon? Okay. Ein Radiomoderator streift quer durch Berlin, zum Teil zu Fuß, zum Teil mit der Straßenbahn. Er heißt Kurt Siebenstädter und ist Moderator einer populären, gleichwohl bei Politikern gefürchteten Radiosendung am Morgen, einer politischen Morgensendung. Und wir als Lesende sind eng bei ihm, manchmal sogar in seinem Kopf und stellen fest, da knirscht es ganz schön, weil ihm die Erkenntnis dreut, an einem Grenzpunkt vor allem seines beruflichen Lebens angekommen zu sein, weil ihm dreut, dass seine Zeit abgelaufen zu sein scheint, obwohl er erst 52 Jahre alt ist. Wir treffen Kurt Siebenstädter in dem Roman Der Sandkasten und sein Verfasser sitzt neben mir. Nochmal einen herzlichen Applaus für Christoph Peters. Ja, Christoph Peters, was ist das denn, warum sich Kurt Siebenstädter plötzlich so unwohl und irgendwie unzeitgemäß fühlt? Naja, da kommen eine ganze Reihe von Dingen zusammen. Wie wir ja alle mitbekommen haben, haben sich so die Diskurse in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr verschoben. Größere Sensibilität im Umgang miteinander ist gefordert. Minderheiten fordern ihre Rechte ein. Sprache wird stärker reguliert. So zumindest ist es bei manchen der Eindruck. Und Kurt Siebenstädter ist jemand, der immer sehr pointiert, sehr rhetorisch alle seine Fragen gestellt hat, den Leuten für eine Pointe auch Frechheiten an den Kopf geworfen hat, dazu gesorgt hat, dass er die Lacher auf seiner Seite hat. Und er realisiert,
Die Hörerinnen und Hörer finden das immer weniger angemessen. Die Protestbriefe und E-Mails bei der Redaktion stapeln sich. Und er merkt, auch im Hintergrund wird gegrummelt, dass er mit dieser Art von Rücksichtslosigkeit in den Formulierungen womöglich nicht mehr lange im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haltbar sein wird. Also es ist ein neues Zeitalter angebrochen, das Zeitalter der neuen Empfindlichkeiten, ein Zeitalter der Ernsthaftigkeit, die, und das ist jetzt das Interessante, die zu missachten oder dieses Zeitalter nicht zu respektieren, berufsgefährdend sind. Das haben Sie gerade auch beschrieben. In einer gewissen Weise schon, ja. Ja, genau. Und das alles steht selbstredend krass im Widerspruch zur Sozialisation von Siebenstädter. Genau, er ist ein Mann, der Ironie pflegt, der Sarkasmus pflegt, der auch die Kunst der polemischen Zuspitzung beherrscht und jetzt nicht mehr mit seinen Methoden und seinen Strategien und seiner Art zu fragen so anerkannt ist, wie er das vorher war. Und es kommt ja noch schlimmer, als er feststellen muss, dass er im Verhältnis zu seiner aufmüpfigen Tochter einen gewissen Konservatismus an sich feststellt. Ja, ja, er ist eben wie so viele Menschen Anfang 50, die sich bis dato immer noch für ewig jung gehalten haben, realisiert er an der Tochter, die jetzt pubertiert und die ganz andere Dinge für selbstverständlich hält und ganz andere Dinge einfordert als das, was er mit 15, 16, 17, 20 eingefordert hat, realisiert er, dass er sich plötzlich, er weiß gar nicht, wie ihm geschieht, in einer ähnlichen Rolle wiederfindet wie sein eigener Vater, als er irgendwie mit 17 die katholischen Grundsätze des dörflichen Rheinhessens oder Mittelrheins in Frage gestellt hat. Und damit kommt er irgendwie sehr, sehr schwer klar, weil er eigentlich davon ausgegangen ist, als moderner, liberaler, toleranter, witziger, lockerer Typ, kann er eigentlich es locker bis 90 schaffen, jung zu bleiben. Und jetzt sagt ihm seine Tochter, du bist ein weißer alter Sack, der total reaktionäre Ansichten vertritt. Das müssen Sie und ich im realen Leben auch schlucken. Der Roman, der ist im Herbst 2020 platziert. Siebenstädter streift also durch das von Corona-Lockdowns verwaiste Berlin. Und ja, es ist ja vielleicht auch erst dieses Herausfallen aus der üblichen Betriebsamkeit und dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst, dass überhaupt diese Gedankenströme und diese Bewusstseinsflüsse bei ihm auslöst. Wäre es ihm besser ergangen, wenn es kein Corona gegeben hätte? Naja, es wäre uns natürlich allen besser gegangen, aber das ist ein interessanter Gedanke, der mir jetzt eigentlich erst so durch den Kopf schießt. Womöglich wären ganz viele von diesen in den letzten 2, 3 Jahren verschärft aufgetretenen neuen Sensibilitäten weniger virulent geworden, wenn wir alle weiterhin wie vorher üblich in konkreter Begegnung permanent miteinander geredet, gestritten, diskutiert, debattiert, uns in die Augen geschaut hätten. Und so hat halt natürlich dieser ganze Social-Media-Kommunikationsbereich, wo die Leute sich nicht mehr sehen, wo sie irgendwie schnell mal einen Text bei Facebook reinschreiben oder bei TikTok irgendein kurzes Video aufnehmen, aber das, die Reaktion des Gegenübers nicht fehlt, ist vielleicht ein Teil der Begründung, warum sich die Diskussionsfronten so verhärtet haben. Also es gibt viele Romane, die das aufgreifen, dieses Phänomen. Jetzt alles ist anders, ich habe mehr Zeit, ich bin öfter allein und muss mich mit mir selbst beschäftigen. Tut vielen anscheinend nicht ganz so gut. Christoph Peters ist immer stets variabel in seinen Themen. Er pflegt eine Liebe zur japanischen Kultur, ist aber auch gerade bei seinem letzten Roman in die bundesrepublikanische Geschichte zurückgegangen. Da spielt er in den 80er Jahren bei der Anti-Atomkraft-Bewegung. Also es sind immer wieder neue Themen, die er aufgreift und durchleuchtet, aber hier auch in diesem Buch auch wieder mit einem anderen Sound. Ja, es ist kein lineares Erzählen und das hatten Sie sehr bewusst so angestrengt. Es ist eher ein Erzählen, so wie ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, so ein bisschen kollagiert, Wechsel der Stile. Warum haben Sie das gemacht? Warum fanden Sie es für nötig? Also es gab eine ganze Reihe von Gründen. Ich habe vor 5 Jahren mal den Wolfgang Köppen Literaturpreis bekommen und mich bei der Gelegenheit nochmal wieder mit Wolfgang Köppen beschäftigt, der mich zwischen 20 und 30 sehr begeistert, sehr beeindruckt hat. Vor allen Dingen der Roman Das Treibhaus erschien mir jetzt bei der Wiederlektüre wahnsinnig frisch, wahnsinnig aktuell, was die politischen Debatten, aber auch bestimmte resignative Züge in den öffentlichen Diskursen anlangt. Kommen wir gleich noch zu. Ja. Kommen wir gleich noch zu. Und dann habe ich gedacht, eigentlich würde ich wahnsinnig gerne mal so etwas Ähnliches im politischen Berlin statt im
piefigen Bonn der 50er Jahre im politischen Berlin der Jetztzeit ansiedeln. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich bin ja selber mal angefangen mit dem neuen deutschen linearen Erzählen, weg von den Experimenten und so, und habe gedacht, ach, jetzt wird schon so lange linear erzählt, ich würde auch gerne die formalen Traditionen der klassischen Moderne noch mal wieder hören und mal gucken, was man damit machen kann, wenn man also Collagetechniken, schnelle Schnitte, unterschiedliche Stimmen, den ganzen rhythmisierten Sprachenthusiasmus, den die frühe Moderne irgendwie entwickelt hat und uns als Ausdrucksmöglichkeiten ja zur Verfügung gestellt hat. Das ist ja nicht nur etwas, was Anfang des 20. Jahrhunderts dann vielleicht aktuell war, sondern es sind Ausdrucksmöglichkeiten, mit denen Stimmungslagen, innere Verhältnisse, äußere Situationen in einer bestimmten Weise gefasst werden können. Und es ist der Rhythmus der Großstadt, den Leute wie Döblin oder auch Köppen dann später versucht haben, da in Sprache zu bringen. Und da ich jetzt schon mal einen Großstadtroman hatte, habe ich gedacht, versuche ich doch noch mal den Rhythmus der Großstadt zu finden in der Sprache. Dann wollen wir mal den Rhythmus spüren und den neuen Sound in dem ersten kleinen und in dem einzigen kleinen, aber sehr bewährten Lesestück. Die Straßenbahn hielt, die Türen wurden geöffnet. Er zog sich die Maske vom Gesicht, stopfte sie in seine Jackentasche, war froh, durchatmen zu können, dem eigenen Mundgeruch zu entkommen, überquerte zügig die Straße, Schweißtropfen traten ihm auf die Stirn. Binnen weniger Sekunden klebte das Unterhemd an der Haut, er überlegte, die Jacke auszuziehen und über dem Arm zu tragen, entschied sich dagegen, weil es unpraktisch war und nach Studienrat aussah. Ein Studienrat auf dem Weg nach Hause. Dass er schnell und stark schwitzte, hatte nichts mit dem Alter zu tun. Er gehörte dem blonden, nordeuropäischen Phänotyp an, Selektionsprodukt der letzten Eiszeit, nicht ausgelegt für mediterrane oder subtropische Temperaturen. Daran änderte auch seine Italienverklärung nichts. Zeitlebens hatte er vom Süden geträumt, Arkadien, Zypressen, Oliven, das Meer, war Wilhelm Meister, Eichendorffs Taugenichts, den Rimini-Campern aus Rom gefolgt, aus Bottrop gefolgt, auf der Flucht vor Pflicht und Fleiß, Härte und Treue, Sitte und Anstand, getrieben von der Sehnsucht nach leichterem Leben, besserem Essen, schöneren Frauen. Doch jetzt, wo der Süden sich immer weiter dem Norden entgegenstreckte, war es ihm auf einmal zu warm. Der November, schrecklichster Monat des Jahres, voll vergessener, toter, nachtskalter Gespenster, versuchte sich als Wiedergänger des Frühlings. Entlaubte Sträucher schlugen aus, Kirschbäume blühten. Es hatte seit Wochen nicht richtig geregnet. Im Osten war der Boden bis in 10 Meter Tiefe durchgetrocknet. Die Wälder verdorrten, starben, wenn sie nicht gleich abgefackelt wurden. Letztes Jahr hatten tagelang Rauchschwaden von Waldbränden 30 Kilometer entfernt in den Straßen gehangen. Er war vom scharfen Geruch aus dem Tiefschlaf gerissen worden, in den Garten gelaufen, hatte geschaut, ob sein eigenes Haus oder eins der Nachbarn in Flammen stand. Seitdem sah er Bilder, Berichte von Feuerwänden, Gluthöllen in Kalifornien, Australien, Sibirien mit anderen Augen. Vor 20 Jahren, als er hierher gezogen war, hatte ihm einer erzählt, die Grenze zwischen atlantischem und kontinentalem Klima verlaufe mitten durch Berlin, genau dort, wo die Mauer gestanden habe. Er hatte es für einen schlechten Witz gehalten, sich meteorologische Karten beschafft und tatsächlich, die kontinentale Zone begann im Märkischen Sand, zog sich über tausende Kilometer sibirischer Steppen bis zum Japanischen Meer. Jetzt wurden die Steppen zu Wüsten und das Grasland versteppte. 2, 3 weitere Sommer wie die beiden letzten und die brandenburgischen Bauern mussten von Pferden und Rindern auf Kamele und Ziegen umsatteln. Siebenstädter starrte mehrmals täglich auf seine Wetter-App. Es war fast schon eine Manie. Er hoffte auf Tiefdruckgebiete, auf fallende Temperaturen, lang anhaltende Niederschläge. Doch da war nichts dergleichen in Sicht. Beim Anblick der kleinen Sonnen auf dem Display fühlte er sich schuldig, weil er nach wie vor täglich heiß duschte, eine Espressomaschine mit Kapseln benutzte, im Winter abends sein Kaminfeuer schürte und noch immer am liebsten Filetsteaks aß. In der Folge der erzählten Handlung, da trifft Siebenstädter auch immer wieder auf die Politiker, die er dann meistens in seinen
Morgensendungen dann noch interviewt. Er trifft sie manchmal in Hinterzimmergesprächen, dann wieder auch tatsächlich in der Sendung selbst. Und so entwickelt sich das. Und alles gipfelt dann in einem geradezu unmoralischen Angebot an ihn, als er in der Parteizentrale der Liberalen Partei eingeladen wird und dort ihm der Posten als Pressesprecher der FDP angeboten wird. Es ist klar, dass das seine Verzweiflung zum Siedepunkt treibt. Ja, einerseits treibt es seine Verzweiflung zum Siedepunkt, andererseits weiß er, er kann eigentlich nichts außer gut reden. Er ist mit der Gabe der Rede beschenkt worden, aber realisiert auch, dass er eigentlich sonst nichts weiß und eigentlich nichts Substanzielles zu bieten hat. Und wenn man ihn aus dem Radio rausschmeißt, aus der Gesichertheit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, dann geht es vermutlich zügig bergab. Dann kann er mit ein bisschen Glück noch bei irgendeinem Industrieverband vielleicht Pressesprecher werden, aber ganz schnell ist man dann auch im Möbelhaus und macht irgendwelche Ansagen und auf Betriebsfeiern kündigt man irgendwie den eigentlichen abgehalfterten Schlagerstar des Abends an. Und das ist das, was er dann nun auch nicht will. Und da denkt er vielleicht bei der SPD, FDP, doppeltes Gehalt, BMW als Dienstwagen und eine 1A-Kantine, wo es täglich gutes Essen gibt, das wäre vielleicht doch nicht schlecht. Also es ist die Versuchung, die da ist. Aber es kommt nicht so weit, ich kann Sie beruhigen. Also, aber wollen wir das schon verraten? Jetzt müssen Sie gerade noch die verbleibende Zeit erklären, nochmal das Muster, das Sie aufgegriffen haben. Sie haben Wolfgang Köppen schon erwähnt und Sie haben einen Roman von ihm gefunden, das Treibhaus von 1953, und an den lehnen Sie die gesamte Handlung an. Manchmal inhaltlich, motivisch auch, natürlich mit einer anderen Verkleidung. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Was hat Sie daran so begeistert? Mich hat begeistert vor allen Dingen der unglaublich getriebene Rhythmus, den Köppen in die Sprache hineingebracht hat. Das hat mich als 20-Jährigen begeistert und jetzt als 40-Jährigen wieder. Dann war ich wahnsinnig überrascht, dass Köppen, der den Roman quasi 1:1 zu seiner Zeit geschrieben hat, 1952 oder 51, schon auf eine Politikszene in Bonn traf, wo genau so ein Filz, so eine lähmende, bleiernde Schwere, aber auch so eine komischen Absprachen zwischen Journalismus und Politik und erste Ansätze von wirklich tiefer Politikverdrossenheit irgendwie um sich gegriffen hatten, die ich dieser Zeit gar nicht zugetraut hätte, weil ich gedacht habe, da sind jetzt alle frisch und neu und wollen die junge Bundesrepublik wieder gründen. Und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt so im Ende der Merkel-Ära und da hat sich auch so ein Mehltau über die ganze Republik gelegt. Irgendwie alle kennen sich irgendwie seit 15 oder 20 Jahren, wissen, was sie voneinander zu halten haben, was sie erwarten können und was nicht. Und da hinein wollte ich eigentlich so einen köppenschen, resignierten, angeödeten, nihilistischen Sound bringen. Und dann stellte sich aber eben plötzlich und unerwartet heraus, also das Konzept war 4 Jahre alt und dann kam der Tag, an dem ich den Roman schreiben wollte, und es begann der zweite Lockdown. Also vieles von dem, was ich mir eigentlich ursprünglich ausgedacht hatte, funktionierte so gar nicht mehr. Und ich musste im Grunde mit dem Zeitungsmaterial vom 9. November 2020, mit den Radiosendungen, die ich dann aufgezeichnet habe, ein völlig anderes inhaltliches Konzept für diese Figur entwickeln und gucken, wie reagiert sie jetzt darauf. Sie werden bei diesem Roman so manche Politiker von heute wiedererkennen. Sie sind nur namentlich verkleidet. Lindner heißt jetzt hier Buchner oder Spahn heißt jetzt Scheidchen. Nur bei einer Figur, da haben sich die Exegeten in den Zeitungen tatsächlich wirklich etwas ausgebissen. Und zwar bei der Politikerin Maria Andreessen von der SPD. In einer Zeitung habe ich gelesen, sie sei eine Mischung aus Saskia Esken und Sarah Wagenknecht. Das kann ich und in einer nicht anderen finden. Zeitung wird Andrea Nahles im Körper von Dorothea Bär entschlüsselt. Da ist Ihnen wirklich was gelungen, da rätseln alle herum. Sie können es jetzt sagen, an wen haben Sie gedacht, oder sagen Sie jetzt, nein, Ähnlichkeiten mit lebenden oder gestorbenen Personen sind rein zufällig? Alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig, und selbst wenn ich insgeheim heimlich für irgendeine SPD-Politikerin so geschwärmt hätte, dass ich meiner Figur diese Schwärmerei zur Verfügung hätte stellen können, würde ich es nicht verraten. Das würde zu viel zu großen Komplikationen im wirklichen Leben nachführen. Christoph Peters mit seinem Roman Der Sandkasten. Herzlichen Dank.
Das Kammerspiel namens Familie, das hat viele Facetten, das wissen wir alle, ziemlich viele. In diesem Roman steht die Figur der Mutter im Zentrum. Sie ist dick. Zu dick? Ja, wer kann das schon beurteilen? Man weiß es nicht. Es wird auch nicht genau ausgeführt. Jedenfalls dreht sich alles um das Gewicht dieser Mutter. Der Vater macht ihr deshalb ständig Vorwürfe, macht sie verantwortlich dafür, dass in seinem Leben, in seiner Karriere einiges schiefläuft. Und die Tochter Ella, die ihre Mutter eigentlich unglaublich liebt, natürlich, zwischendurch schämt sie sich auch und nimmt den Blick des Vaters an. Das Ganze spielt in den 1980er Jahren im Hunsrück. Herzlich willkommen an die Autorin von Lügen über meine Mutter, Daniela Dröscher. Hallo, guten Abend. Im Roman heißt es, in dem Kammerspiel mit Namen Familie wird das Kind nicht selten zum Blitzableiter der Kräfte, denen die Frau im Patriarchat unterworfen ist. Was heißt das in diesem Fall für die Tochter Ella genau? Naja, das ist ein Kind, das immer wieder zwischen den Eltern steht, das so als kleine Privatdetektivin unterwegs ist und versucht zu ermitteln und zu verstehen, was machen die da miteinander, wie kann ich den Streit, was ist das für ein Streit, worum geht es da eigentlich, wie kann ich den schlichten? Und ja, es kommt ja auch immer wieder zu Konflikten zwischen Mutter und Tochter und nicht selten ist diesem Konflikt, dem jeweiligen, ein Streit zwischen Vater und Mutter vorausgegangen. Also es ist wie so eine Kette, die sich fortschreibt. Ja. Das Kind steht dazwischen und ist ständig hin und her geschmissen zwischen den Gefühlen. Und ich habe es gerade schon gesagt, irgendwann hat sie das Gefühl, auch eben durch den Blick des Vaters diese Mutter zu sehen, die sie eigentlich überhaupt nicht so dick findet. Sie findet sie schön, sie findet sie toll und trotzdem merkt sie, dass dieser Blick nicht nur des Vaters, sondern auch überhaupt der Außenwelt sich sie auf sie drüber stülpt. Genau, also das ist sozusagen Teil dieser detektivischen Arbeit, herauszufinden, ist sie dick, wer sagt das, was heißt das, wie viel, und damit spielt das Buch ja auch mit den Projektionen der Leser. Genau, die Projektion, das ist ganz, ganz wichtig. Die Mutter selber, man weiß es nicht, also das Buch beginnt mit, meine Mutter ist zu dick für einen Sarg. Augenblick, jetzt habe ich es nicht, doch auswendig habe ich es doch nicht gelernt. Meine Mutter passt in keinen Sarg, sie ist zu dick, sagt sie. Sagt also sie. Das sagt sie selber. Ja. Das heißt, man weiß nicht so genau als Leserin, also sie findet sich dick, zumindest mal zu dick für einen Sarg. Andererseits fühlt sie sich offenbar auch ganz okay. Sie isst einfach sehr gerne und man weiß aber nicht genau, flüchtet sie nur von dieser Kontrolle des Mannes, der sie immer so auf eine Waage stellen will. Er diktiert ihr immer wieder, dass es jetzt endlich an der Zeit ist, Gewicht zu verlieren. Aber wo ist sie da eigentlich selber? Wo sieht sie sich selber? Wo findet sie sich selber? Na, die ist größtenteils mit ihrem Gewicht und ihrem Körper und ihrem Aussehen eigentlich ganz zufrieden. Es ist auch ein Mensch, dem das gar nicht so wichtig ist. Und sie kommt auch aus einer Familie, in der etwas mehrgewichtigere Menschen normaler sind als was man schlank nennt. Und hat gar nicht so ein Problem damit, aber es wird ihr halt permanent gesagt. Es wird ihr jeden Tag gesagt, du bist falsch und irgendwann glaubt man es halt. Ne? Und die Tochter versucht auch irgendwann rauszufinden, woran es eigentlich liegt, fragt sie dann, ob sie vielleicht Depressionen hätte oder dies oder das oder jenes, aber kommt da auch nicht so richtig weiter. Naja, es gibt viele Gründe für eine Gewichtszunahme, aber auch eine Gewichtszunahme muss ja nichts Schlimmes sein. Es ist immer sehr, sehr, sehr von der Geschichte der Familie und den Personen abhängig. Ne? Also, was hat es mit den Lügen auf sich, die im Titel schon vorkommen, die Lügen über meine Mutter? Weil es wird auf mehrere Weise gelogen in diesem Roman. Ich würde ja die Frage gern zurückgeben und fragen, welche Lügen haben Sie gefunden? Aber ich beantworte die mal, die Frage. Eine Lüge, davon lesen Sie gleich, glaube ich, in der Stelle kommt das vor, dass der Vater vorgibt, ein Familienmensch zu sein. Das hören wir gleich. Aber was gibt der Vater vor, ein Familienmensch zu sein, was irgendwie das Kind auch als Lüge entpuppt? Aber auch die Mutter und auch die Tochter, es werden viele Lügen aneinander gekettet. Ja, also die größte ist natürlich die, dass die Mutter zu dick sein soll, so wie jede Diskriminierung eigentlich auf einer Lüge fußt, würde ich sagen. Das ist immer eine Zuschreibung und hat mit Machtverhältnissen zu tun. Und genau, und das Kind ist aber auch eine unzuverlässige Erzählerin. Wir sollten
nicht immer alles für bare Münzen nehmen, was das Kind erzählt. Es ist ja ein Kind und weiß noch nicht alles. Und das heißt, in diesem kindlichen Blick sind auch schon vielleicht Irrtümer oder Missverständnisse oder sowas eingeschrieben. Und es ist ja eine Fiktion. Also es ist eine arrangierte, gemachte, gebaute Geschichte und die Lüge und die Fiktion sind ja auch, stehen ja auch in einer Verwandtschaft zueinander. Ja. Sie werden jetzt eine Stelle lesen, weil also nicht nur, dass die Mutter ständig von ihrem Mann drangsaliert wird, dass sie zu dick ist, sondern sie kriegt auch noch eine Klage an den Hals. Genau, vielleicht muss man die Szene ein bisschen einordnen. Also weil die Mutter nicht mehr arbeiten konnte, sie hat ein zweites Kind bekommen, sie hat angefangen, Möbel zu restaurieren und über diese Möbel, es ist unklar, wie die Besitzverhältnisse sind. Dann erhielt meine Mutter ein Einschreiben. Es war ein Tag unter der Woche, mein Vater war noch auf der Arbeit. Jesse und ich spielten in der Küche ein Angelspiel, bei dem man mit einem magnetischen Holzstab verschiedene bunte Fische, die aus Karton gefertigt waren, über den Rand eines Aquariums emporziehen musste. Als es an der Wohnungstür klingelte, musste meine Mutter ein hellgelbes Kuvert persönlich von der Briefträgerin entgegennehmen. Auch für meinen Vater ließ die Frau einen Umschlag da, nur war dieser hellgrau. Die Post stammte, so viel verstand ich, von einem Gericht. Nachdem sie den Brief geöffnet hatte, stand meine Mutter erst eine Weile reglos da. In der rechten Hand hielt sie die Angel mit dem Magneten am Ende. Daran hing ein winziges Fischgerippe, das ein größerer Fisch abgenagt hatte. Sie verklagt mich, sagte sie dann, wegen Diebstahl. Ich fasse es nicht. Wer sie, wollte ich wissen. Die Klägerin war niemand anderes als die Bob, das ist eine Verwandte der Familie. Die Diebesbeute sollten das Fremdenzimmer und die beiden Kiefernschränke sein. Die Anklage lautete, unerlaubte Aneignung von Mobiliar, das zu gleichen Teilen den beiden rechtmäßigen Erbinnen, also der Bob und Martha Oma, gehörte. Meine Mutter fasste sich an die Stirn. Diebstahl war ein so unverfrorener Vorwurf, dass sie nach dem ersten Schreck laut zu lachen anfing. Als mein Vater am Abend nach Hause kam, zeigte Mutter ihm das hellgelbe Gerichtsschreiben und überreichte ihm sein Graus. Sie bemühte sich, betont sachlich zu bleiben. Dem Papier zufolge, das mein Vater aus dem Umschlag hervorzog, war er zum Zeugen der Anklage bestellt worden. Du musst dir das ausreden, beharrte meine Mutter. Auf dich hört sie. Ach was, die regt sich schon wieder ab. Mein Vater legte das Papier beiseite. Du willst zulassen, dass sie mich vor Gericht bringt? Das, mein Vater hob die Schultern, hättest du dir früher überlegen müssen. Ich sah, wie meine Mutter in Panik geriet. Was soll das heißen, dass du nicht mit ihr redest? Und vor Gericht? Du sagst aber nicht gegen mich aus. Ich bin dann in China, sagte er. Schon vergessen? Wie praktisch, fauchte meine Mutter. Gut, dann brauche ich eben Geld, wenn ich schon sonst nicht auf die zählen kann. Geld? Wofür? Für einen Anwalt. Ach was, Anwalt, winkte mein Vater ab. Was soll schon passieren? Du willst, dass ich diesen Prozess alleine durchstehe? Die Frau will Schadensersatz, und zwar ordentlich. So viel Geld haben wir nicht. Wir? Was meinst du? Meine Mutter starrte ihn entgeistert an. Fassungslosigkeit, Abwehr und Entsetzen spiegelten sich gleichermaßen in ihrem Blick. Was dann losbrach, war ein so fürchterlicher Streit wie schon lange nicht mehr. Ich dachte, Sie lesen noch einen Moment weiter, weil dann kommt eine Stelle, was immer wieder kommt, dass die erwachsene Ella auf ihre Kindheit blickt. Und diese Szenen sind eine ganz wichtige Ergänzung, weil Sie haben es gerade gesagt, das Kind ist eine unzuverlässige Erzählerin. Und dann bekommt diese Geschichte, wollen Sie es noch lesen? Ja. Ich kann das noch. Gut. Genau, also dieser Roman hat zwei Stimmen, eine kindliche Stimme und eine erwachsene. Vielleicht lese ich das jetzt einfach noch hinterher. Ich habe teilweise, wenn ich das, weil die Leute dann so entsetzt sind über das, was diese beiden Menschen miteinander machen, das kommt mir manchmal vor wie so eine Horrorgeschichte oder so. Es war eigentlich gar nicht meine Absicht. Also für die alle ist das so ganz normal, was da passiert, aber na gut. Also, der Ehe meiner Eltern, das begreife ich erst jetzt, liegt im Grunde eine faustdicke Lüge zugrunde. Stets hat mein Vater von sich behauptet, ein Familienmensch zu sein. Ich habe lange gebraucht, um diese Lüge zu entziffern. Vielleicht, weil sie die komplizierteste von allen ist. Seinem Selbstbild nach war die Familie für meinen Vater sein Ein und Alles. Im Namen der Familie hat er alle nur erdenklichen Opfer auf sich genommen, Opfer, die zu erbringen ihn niemand gebeten hat. In Wahrheit aber war mein Vater vor allem mit seinem Aufstieg beschäftigt. Und das hieß vor allem mit den gläsernen Decken, genauer gesagt an denen er immer wieder scheiterte, im Umgang mit Vorgesetzten und anderswo. Und diese Mechanismen der Berufswelt trug er hinein in die Familie.
Konkurrenz war ein wesentliches Moment in der Beziehung meiner Eltern. Sie haben nie miteinander, sondern immer gegeneinander gekämpft. Selbst in existenziell bedrohlichen Situationen wie diesen. Ganz so, wie sich die Angehörigen der unteren Klassen untereinander verfeinden. Haben sie auch beruflich konkurriert? Wohl kaum. Dafür war die Arbeit meiner Mutter immer zu schlecht bezahlt. Und nach der Geburt meiner Schwester fand sie gar nicht mehr in so etwas wie ein Berufsleben zurück. Von Nebenjobs abgesehen. Hätte man Frauen und Männer damals gleich bezahlt, hätte diese Ehe womöglich anders ausgesehen. Vielleicht dienen diese Gedankenspiele auch nur dem Wunsch zu verdrängen, wie groß der Anteil war, den wir an ihrem Unglück hatten, ob wir wollten oder nicht. Wir, ihre Kinder. Dankeschön. Sie haben gerade gesagt, dass Sie mal ganz erschrocken sind, dass es anderen so als Horrorgeschichte vorkommt und dass das für die Familie aber quasi ganz normal ist. Wie geht es Ihnen denn? Also Sie haben Ähnliches erlebt. Ist das für Sie eine Horrorgeschichte im Nachhinein oder ganz normal? Oder wie puzzelt sich das zusammen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, an manchen Tagen denke ich, ich habe eigentlich eine Komödie geschrieben. Es ist alles so absurd, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist aber auch eine Tragödie. Hinten drauf haben wir geschrieben, es ist eine tragikomische Geschichte, weil es kippt halt immer aus diesen traurigen Momenten in so ein Slapstick. Und es hat auch humorvolle Momente, ohne die hätte ich es, glaube ich, auch nicht schreiben können. Haben Sie dann in diesen Momenten auch gelacht beim Schreiben? Nein, 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 das habe ich erst im Vorlesen entdeckt, dass das teilweise offensichtlich so absurd ist, genau, dass man auch darüber lachen kann. Es ist ja vielleicht nicht das Schlechteste. So. Ein Zitat heißt, Schreiben ist keine Flucht, es ist ein Zurücktreten, ein Inhalten. Schreibend kann ich die Grenze zwischen Flucht und Kampf bewohnen, ohne zu erfrieren. Was meint das? Es gibt ja diesen Satz, man sagt, wenn man einem Konflikt gegenübersteht, kann ich fliehen oder ich kann kämpfen, ne? Fight or flight oder so. Mhm. Es gibt auch das Freeze, das ist sozusagen etwas, was sehr oft diese Kinder lernen, wie dieses Kind, das sozusagen stehen bleibt, wie eine kleine Schiedsrichterin und versucht, oder eine Detektivin, versucht zu vermitteln, versucht zu verstehen. Es kämpft nicht, es hat gar nicht die Mittel, um zu kämpfen. Es flieht auch nicht, weil wohin soll es? Es wohnt ja, es ist ja sein Haus, es ist sein Zuhause. Und es geht in einen Freeze, es geht in eine Starre oder in einen Zustand, der es nicht handlungsfähig sein lässt. Und genau, das Schreiben ist ja aber eine Handlung. Mit dem Schreiben kann man sich befreien und muss nicht in diesem Freeze verharren. Daher kommt das, der Gedanke mit dem Erfrieren. Wenn ich schreibe, erfriere ich nicht. Ja. Wie hat Ihre Familie den Roman aufgenommen? Die Frage ist so beliebt, das ist die populärste Frage. Ich habe sie, ever. Wir hatten gestern ein Gespräch, da habe ich die nicht gestellt und jetzt habe ich mich getraut. Es ist gar kein Vorwurf, das ist die populärste Frage. Meine Mutter, also ich mache es ganz kurz, meine Mutter ist gern die Heldin meiner Geschichte, mein Vater hat es noch nicht gelesen. Das ist ja auch eine Option. Aber tatsächlich, Ihre Mutter ist ja auch eine Heldin, es wird ja auch gesagt. Sie kann sich diese Geschichte sozusagen erobern. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren, Daniela Dröscher. Dankeschön. Und es geht weiter mit Martin Mosebach und Taube und Wildente. Das Buch ja. Nehme ich auch noch mit hoch. Super. Ein ländliches Anwesen in der Provence namens La Chaumière. Hier trifft sich eine recht heterogene Gesellschaft, um gemeinsam den Sommer zu verbringen. Da ist Marjorie, sie ist die Besitzerin dieses Hauses und Erbin, reiche Erbin, Erbin auch von sehr wertvollen Gemälden. Ihr Ehemann Ruprecht Dahland ist dabei, ein Verleger alter
Klasse und Güte und die, eigentlich die Hauptfigur. Ferner auch Paula, Tochter von Marjorie aus erster Ehe und Freund Max. Schließlich kommen auch noch Verlagsmitarbeiter aus Deutschland angereist. Fritz Almendinger und Sieglinde Stiegle. Was für ein wunderbarer Name. Und es gibt noch jede Menge anderes Personal. Das ist das Tableau, das uns begegnet am Anfang dieses neuen Romans des Grand Romanciers unter den deutschsprachigen Schriftstellern der Gegenwart, des Büchner-Preisträgers von 2007. Herzlich willkommen, Martin Mosebach. Ich kann Ihnen sagen, der Roman Taub und Wildente heißt er, der beginnt spektakulär. Denn wir erleben erstmal eine Zerstörung. Da wird nämlich nach allen Regeln der Katzenkunst eine Zikade von einer eben solchen erledigt. Und das alles unter der Beobachtung der Hauptfigur von Ruprecht Dahland. Erfahrene Leser, die sie alle sind, ahnen sie natürlich, Moment mal, so ein Motiv als Ouvertüre, das steht da nicht zufällig und schon gar nicht in einem Roman von Martin Mosebach. Und es wird auch nicht die einzige Zerstörung bleiben in diesem Roman, Zerstörung von Leben und Gut. Martin Mosebach, können Sie uns, ohne zu viel vorwegzunehmen, erzählen, warum das für Sie ein so wichtiges Motiv ist in diesem Roman? Diese Zerstörung am Anfang. Ja, und es kommen ja noch weitere dazu. Es kommen weitere dazu. Aber es ist für mich sowieso ein Prinzip in vielen Büchern gewesen, ein Buch mit einer Ouvertüre zu beginnen, wie in der Oper. Also etwas, was die Ouvertüre, die gewisse Motive dessen, was nachher kommt, eben schon mal bringt. Aber eben für sich genommen erstmal ein Stück reine Musik ist. Und ich finde es so, also, wenn man einen Roman beginnt, der verlangt einem ja doch auch eine gewisse Ruhe ab und den man dann in Ruhe lesen soll, konzentriert. Ich möchte nicht gleich zack, zack da zur Sache kommen, sondern es soll erst mal eingestimmt werden auf dieses Milieu. Und hier geht es tatsächlich, das erste Wort heißt Grausamkeit. Es geht um die Beobachtung, wie etwas Schönes zerstört wird. Das ist das Grausamkeit, zuschauen, wie etwas Schönes zerfetzt wird. Ja, das ist nachher dann ein Thema dieses Buches. Das wird noch ausgemalt. Wir kommen ja auch noch mal darauf zurück, auf jeden Fall. Es geht in diesem Roman, Martin Mosebach, sehr viel um Kunst, vor allem um Malerei. Und schließlich hängt auch das ganze Landgut voll wertvoller Gemälde. Und ein Gemälde ist auch dabei das Titelgebende. Und das ist nämlich Taube und Wildente. Und die Taube und Wildente hat der real existiert habende Frankfurter Maler Otto Scholderer gemalt. Wenn man den Kreuzungspunkt der Konfliktlinien markieren sollte, dann entzündet sich diese Linien oder kreuzen sich immer wieder bei diesem Gemälde. Das entzündet nämlich eine große Diskussion und eine nicht unerhebliche Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar. Sie sind ein großer Liebhaber der Malerei, Martin Mosebach, das ist bekannt. Aber warum haben Sie nun ausgerechnet dieses Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, das im klassischen, im alten Stil gemalt ist, ein Stillleben, warum haben Sie das zum Aufhänger des Romans gemacht oder zum Zentrum? Ich habe dieses Bild zum Zentrum gemacht, weil dieses Bild nicht mehr existiert, weil dieses Bild zerstört ist. Und weil dieses Bild ein ganz besonderes Werk war, von diesem Maler, der ein Freund von Gustave Courbet war, und weil dieses Bild zerstört worden ist und weil ich, für mich etwas ungeheuer wichtiger Gedanke ist, eine geistige Leistung wie ein solches Bild, selbst dann, wenn sie nicht mehr existiert, wenn sie vernichtet ist, hat ein Fortleben. Es kann ein solcher geistiger Akt, der mit dem Schaffung eines solchen Kunstwerks verbunden ist, kann nicht ganz und gar vernichtet werden. Das war eigentlich mein Anliegen. Und das haben Sie ja dann auch vollzogen. Dieses Gemälde fängt ja an zu leben. Und wie? Und es wird eben zum Streitpunkt, weil Marjorie hält das für alles Zeug und das muss weg. Und Ruprecht, erstmal glaube ich aus einer Trotzreaktion, hält dagegen.
Und er begründet das auch, warum er das Gemälde für toll hält. Und dann aber findet er es auch tatsächlich nach und nach wirklich sogar aufregend. Er macht nämlich eine Entdeckung. Ja, er macht eine Entdeckung. Er dringt ein in ein Bild, was eigentlich nur aus Grautönen gemalt ist. Und er entdeckt, dass dieses kein naturalistisches, kein realistisches Gemälde ist, sondern dass der Maler den Realismus durchbrochen hat und dass er in einem ganz bestimmten, in der Mitte eine Farbe eingeführt hat, einen Punkt Zinnober eingeführt hat, der eben nicht mit der realistischen Naturbeobachtung zu tun hat, sondern eine Neuschöpfung bedeutet. Und das steigert diesen Wert natürlich, vor allem für ihn selbst. Und er ist bereit, dafür auch viel zu opfern. Kein Roman, oder sagen wir lieber die allerwenigsten, kommen ohne einen Konflikt aus. Das braucht einfach diese Gattung, das ist auch hier nicht anders. Aber Martin Musebach, Sie sind ein Schriftsteller, dem es eigentlich nicht um äußerliche Dramatik geht. Das ist eigentlich nicht Ihr Anliegen. Sie sind vielmehr interessiert am menschlichen Zusammensein, Agieren und Interagieren, am Ausloten der eigenen Interessen, die auch immer abzugleichen mit den anderen Interessen, um das Ganze in Balance zu halten. Das ist eigentlich, so wie ich, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihr eigentliches Anliegen. Und das kommt ja auch in diesem Roman stark zum Ausdruck. Das ist eine Gemeinschaft, wie gesagt, von heterogenen Menschen, die vereint nicht allzu viel, und so erlebt man sie hauptsächlich, wie sie da auf dem Landgut da leben und miteinander auskommen. Das ist ihnen, glaube ich, schon immer das Wichtigere gewesen. Ja, mir ist das Wichtige, meine Figuren in ihrer Widersprüchlichkeit zu zeigen, in ihrer zutiefst, ich möchte sagen, Unverständlichkeit. Jeder Mensch ist ein Wunder, jeder Mensch ist unauslotbar, jeder Mensch besteht eben aus großen Widersprüchen und wenn dann andere dazukommen und die auch wiederum gebrochene und in sich im Kampf liegende Figuren sind, dann entstehen eben Konflikte und darum ist es hier gegangen. Es sind vier Paare in diesem Buch, die alle in einer mehr oder weniger, aber auf alle in einer sehr unterschiedlichen Weise, fatalen Weise aneinander gebunden sind oder sich bereit sind, aneinander zu binden und die versuchen, aus solchen Obsessionen herauszubrechen und wie weit das gelingt, das ist eben die Geschichte, die jetzt einfach gar nicht entwickelt werden kann. Aber im Zentrum steht immer dieses Bild wie eine Figur, die alles in Bewegung bringt. Diese auf fatale Weise miteinander verbunden sind, das bestimmt auch letzten Endes die Ordnung dieses Romans, denn wir erleben im ersten Teil Sommer eigentlich die Entzweiung von fast allen Paaren, die hier spielen, und im zweiten Teil Winter finden die durch irgendeine Hand gesteuert dann auch wieder zusammen. Und das ist also ein Teil der Lesespannung, herauszufinden, wie das kommt und warum sie in diese Verbundenheit doch wieder zurückfinden, trotz vieler Zerwürfnisse. Ein Subthema, weil Sie es gerade ansprechen, diese Paarbeziehungen, Martin Musebach, das interessiert Sie, glaube ich, schon immer, diese Beschaffenheit von Liebesbeziehungen, gerade bei Ruprecht und Marjorie, bei Paula und Max und auch bei Fritz Almendinger und Sieglinde Stiegle. Ich muss es immer wieder mir auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Binnenreim, eigentlich ein Name wie Musik. Ich habe in diesem Roman Sommer keinen schöneren Romanfigur und einen schöneren Namen gefunden. All diesen Paaren eignet er die Eigenschaft, eine Vernunft- und Zweckbeziehung zu führen. Das kommt bei Ihnen so häufig vor, solche Konstellationen, bei denen es scheint, als wären die Passionen und die romantische Liebe ausgelagert, auf andere Personen übertragen, was ja hier auch stattfindet. In der Tat, ja. Und die haben auch alle, oder bei den meisten funktioniert das auch im stillschweigenden Einverständnis des Kernpaares. Was ist Ihnen daran so wichtig, weil es taucht zu häufig bei Ihnen auf?
Ja, Liebesbeziehungen bestehen eben aus restloser Hingabe und aus schamlosem Egoismus zugleich. Und das ist ein Zopf, diese beiden Motive sind ineinander verflochten. Das fasziniert mich, wie die Leidenschaft, wie die Hingabe und die vollkommene Egozentrik eben miteinander einhergehen können. Das hat auch was Schockierendes natürlich, aber es ist für mich ein großes Thema. Ja, aber es scheint mir manchmal so, als wäre es auch vielleicht die Überzeugung des Autors, dass man die Glut lieber rauslassen soll und man führt eine umso festere Beziehung mit einem Menschen, den man auch liebt. Ja. Aber die Passion, die lädt immer woanders aus. Ja, das ja. Passt schon. Das Motiv der Zerstörung, auf das kommen wir jetzt nochmal zurück, auch mit der Lesestelle, die ja. Ich jetzt bitte zu präsentieren. Machen wir es doch gleich. Genau. Gut, das ist jetzt also eine Stelle ganz vom Schluss des Buches. An der Oberfläche bleiben, die Beunruhigungen aus der Tiefe nicht unterdrücken, zugleich aber auch nicht zu sehr zu beachten, dem Leben vertrauen. Diese Gedanken zogen an Ruprecht vorbei, als er am Schreibtisch saß. Jetzt war auch nebenan Stille eingetreten. Ein Schrei. Ruprecht glaubte zuerst, das sei Nike, aber dann ein zweiter. Feuer! Das war Paula. Er lief zur Tür und riss sie auf. Da stand der Weihnachtsbaum im Glanz seiner gläsernen Kugeln und Vögel und der Knallbonbons aus buntem Seidenpapier und im Innern des Gezweigs, als sei das die Seele des Baumes, war eine starke, jetzt schon fast bis zur Spitze reichende Stichflamme emporgeschossen. Und während er noch darauf starrte, tat es einen gedämpften Knall, dem Platzen eines Luftballons vergleichbar, und augenblicklich stand der ganze große Baum in Flammen, war nur noch aus Feuer, das ihn umschloss und zugleich sein Inneres bildete. Die Äste wurden zum Skelett eines durch die Explosion erst geschaffenen roten und gelben Körpers. Bringt das Kind fort, Wasser, eine große Decke, ruft die Feuerwehr. Ruprechts Kommandos klangen verzweifelt. Er zog einen Sessel, der schon angeschmort war, von der Feuersäule weg. Plötzlich stand Marjorie neben ihm. Sie hielt die schwere Tagesdecke ihres Bettes in den Händen. Er ergriff einen brennenden Ast, um den Baum zu neigen, damit sie die Decke darüber werfen könnte. Das geschah keinen Moment zu früh, denn die Flammen ließen bereits den Stuck abplatzen und darunter kam das Stroh zutage, mit dem in diesem älteren Haus die Zimmerdecke isoliert war. Es gelang, den gefütterten Samt über das Flammenmeer zu breiten, aber die Hitze war so stark, er zerfiel wie ein Papiertaschentuch. Jetzt war das Feuer überall. Es lief über die Wandbespannung, als wäre sie mit Benzin getränkt. Aus einem Sesselpolster leuchtete es rot wie aus einem Ofen. Marjorie und Ruprecht standen rings von Feuer umgeben. Ihre Haare begannen, sich in der Hitze zu kräuseln. Die Gesichter glühten. Ruprecht sah und wollte es auch sehen. Die Flammen fraßen die Bilder. Der Kara hatte nicht weit vom Baum gehangen. Die Wandbespannung fiel in schwarzen Fetzen, die am Rande glommen auf das Bild herab. Es wurde bräunlich, dann schlug das um. Das eben noch erkennbare, kubische, weiße Haus rollte sich ein. Die Flammen wischten es aus wie eine Kreideschrift auf der Schiefertafel. Marjorie wandte sich zur Tür, dort stand Paula. Die Feuerwehr sei nahe, sie müssten raus, sie seien in Gefahr. Was für eine Gefahr, dachte Ruprecht. Dieses Sein im Feuer überwältigte ihn. Eben wurde die große Vorhangdekoration von den Flammen weggehaucht. Ganz kurz bestand sie aus Feuer, dann sank sie schwarz zu Boden. Es wurde unerträglich heiß, doch harrte er noch aus. Denn nun war das Feuer bei Taube und Wildente angekommen. Der zinnoberrote Punkt auf dem Schnabel der Taube hatte es angezogen. Und nun veränderte das Bild sich in der Hitze.
Es war wie in einem Entwicklungsbad für Fotos, nur umgekehrt. Das Stillleben verlor sich langsam ins Dunkle, wurde schwarz, löste sich aus dem Rahmen. Die Vögel waren kurz noch einmal lebendig geworden. Die zusammengeschnurrte Leinwand drehte sich spiralförmig und flog, vom Glutsturm getragen, in die Höhe. Bravo. Die ganze Pracht, die Ästhetik der Zerstörung auf den Punkt gebracht. Man möchte am liebsten selbst was anzünden, wenn man das gelesen hat. Martin Mosebach, herzlichen Dank. Dankeschön für das Dasein. Taube und Wildente. Danke. Ja, herzlich willkommen, Melanie Rabe, mit dem Roman Die Kunst des Verschwindens. Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein. Melanie Rabe ist es gewohnt, Bestseller zu schreiben. Sie hat schon einige geschrieben, viele von denen wurden auch verfilmt. Und auch bei dem dachte ich, ach, eignet sich eigentlich auch. Gibt es schon ein Drehbuch, also ein Angebot? Noch kein sehr konkretes, aber ich habe schon Gespräche geführt und mich wundert das tatsächlich. Ich finde, es stecken sehr viele Themen drin. Meiner Meinung nach, ohne jetzt spoilern zu wollen, stecken ganz, ganz viele Szenen drin, die ich für unverfilmbar halte. Und falls es passiert, bin ich sehr gespannt, wie es aussieht, weil ich weiß nicht so recht. Vor allem gibt es eben wirklich viele Plots. Im Zentrum dieser Geschichte stehen zwei junge Frauen, die ganz zufällig am gleichen Tag, im gleichen Jahr Geburtstag haben, geboren worden sind, sich zufällig zwischen den Jahren in Berlin treffen. Das ist einmal die Fotografin Nico und die sehr berühmte Schauspielerin Ellen. Die rennen sozusagen ineinander und stellen dann fest, dass sie eben mehr miteinander zu tun haben, als sie das am Anfang überhaupt denken, wundern sich aber darüber, dass sie eine Art Verbindung spüren und sich irgendwie immer wieder begegnen, was dann nicht ganz so zufällig ist, wie es am Anfang scheint. War es genau dieses Zusammentreffen, was am Beginn der Idee dieses Romans stand, von diesen beiden Frauen, ganz unterschiedlich und doch irgendwie auch ähnlich? Ja, ein bisschen schon. Ich bin irgendwie fasziniert gewesen von Lebenswegen, von den Dingen, die uns verbinden, von den Dingen, die uns unterscheiden. Und ich habe mir zufällig durch eine Begegnung mit einer Freundin Gedanken gemacht über Zwillinge. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es ein eineiiges Zwillingspärchen. Das waren kleine blonde Jungs. Ich war in beide verliebt. Also ich wusste auch nie, welcher ist, ehrlicherweise. Und mich hat immer diese Verbindung zwischen Zwillingen oder die ihnen zumindest nachgesagt wird, fasziniert. Ich habe eine Freundin, die hat erwachsene Zwillingsmädchen, eineiig. Der eine Zwilling lebt an der Ostküste in New York, der andere lebt in Los Angeles. Also sie sind getrennt durch ganz, ganz viele Meilen. Aber sie behaupten, dass sie spüren, wie es der anderen geht und manchmal dieselben Dinge träumen. Und ob das nun stimmt oder nicht, ich war fasziniert davon. Und ich habe mir überlegt für dieses Buch, wie wäre es, wenn diese intensive Verbindung zwischen zwei Menschen, die sich schon im Mutterleib, im Fruchtwasser kannten, wenn es die auch gäbe zwischen Menschen, die nicht biologisch miteinander verwandt sind. Das war so der Nukleus des Buches. Ist es dann die berühmte Seelenverwandtschaft, wenn es nicht die biologische ist? Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich sowas. Und ich glaube da auch so ein bisschen dran oder möchte es zumindest glauben, dass es das gibt. Sie wechseln immer zwischen Kapiteln eben aus der Perspektive von Nico und aus der Perspektive von Ellen. Haben Sie sich da auch sprachlich diesen Menschen anders angenähert? Weil es sind eben ganz unterschiedliche Lebenswelten, erstmal. Ja, total. Ja, die funktionieren ganz unterschiedlich. Nico lebt in Berlin, hat ein ganz anderes Milieu. Ellen ist schon sehr lange im englischsprachigen Raum unterwegs, was auch ihre Sprache so ein bisschen verändert. Und ich mache es tatsächlich immer so, wenn ich verschiedene Perspektiven schreibe, ich schreibe nicht erst ein Nico-Kapitel, dann ein Ellen-Kapitel, sondern ich schreibe erst eine Perspektive komplett und dann schreibe ich die andere, um da auch so ein bisschen drin zu bleiben für mich und das für mich auch getrennt zu bekommen. Gerade auch bei diesen Figuren, die sehr unterschiedlich sind, aber auch viele Gemeinsamkeiten haben. Ich habe sie mir immer so ein bisschen vorgestellt wie zwei Seiten einer Münze. Mhm.
auch sprachlich. Die eine Seite der Münze, die lernen wir jetzt kennen. Sie lesen den Anfang des Buches, es geht um Ellen. Und weil man es eben nicht sofort versteht, ist es eine Szene, wo sie, eine berühmte Schauspielerin, auf der Bühne steht und die Titania in Shakespeares Sommernachtstraum gibt. Genau. Ich höre sie, die Geräusche meines Waldes, das Krachen der Äste und das Rauschen der Blätter, das Raunen der Wurzeln und das Gekicher der Gräser, die leisen Laute der schlafenden Blumen, die Würmer und Käfer, das Geraschel meiner Freundinnen der Mäuse, die Rufe der Vögel, die Füchse, die Rehe, die Hasen, die Kreuzspinnen, die Pilze, die Erde und meine Elfen. Ich sehe den Zauber, den sie in die Luft weben, wie gesponnenes Silber. Es ist Mittsommer, so viel weiß ich noch, und ich bin Königin hier. Ich liege auf dem Boden, auf meinem Bett aus Moos, bin erwacht aus langem Schlaf, träumte von einem Reh, ruhig und schön, mit zierlichem Geweih, und ich versuche, das Bild festzuhalten, doch es entgleitet mir und ich reibe mir den Schlaf aus den Augen. Ich erhebe mich und meine Elfen streichen mir mit kühlen Fingern über die Wangen und fahren mir durch das Haar. Von irgendwoher ruft mein Käuzchen und ich frage nach meinem König und sie springen kichernd davon. Etwas bricht durch meinen Wald. Ich höre ein Splittern und Krachen und ich erkenne die Schritte von Menschenkindern, so angstvoll und schwer. Und ich erinnere mich, Mittsommer, oh ja, oh ja. Der Wald wispert, die Menschenkinder sind blind vor Furcht und Raserei. Die Elfen lachen leise und da ist etwas Dunkles in ihrem Gelächter, eine Grausamkeit, die ich von ihnen nicht kenne, die sie sich in jeder anderen Nacht nicht anmerken ließen. Dann beginnen sie zu tanzen. Ich richte mich auf, ich lasse mir die Nacht durch die Finger rinnen. Da ist ein Rauen in meinem Nacken und mit einem Mal fühle ich es auch. Die Sommernacht dringt in meine Poren, färbt alles um mich herum rot. Die Nacht brennt lichterloh. Ich wehre mich dagegen, gegen den Rausch, das Vergessen, die Raserei, den Todestaumel, der meine zarten Elfen befallen hat. Ein Moment nur. Dann begreife auch ich, was mit ihnen vorgeht. Es ist nicht der Tod, der sie tanzen macht. Sie verwandeln sich. Und ich begreife, dass ich mit ihnen tanzen muss, dass auch ich meine endgültige Form noch nicht angenommen habe, dass auch ich noch ein Stück weiter muss in dieser Nacht, noch ein bisschen, nur noch ein wenig. Ich stolpere auf sie zu, meine Schwestern, die in wildem Tanze verbunden sind, Schwestern, der Sommer ist hier. Ich hebe die Arme zum Himmel und wir tanzen. Und ich spüre, dass ich mich verwandle. Ich selbst bin das Reh aus meinem Traum und ich spüre, wie mein Körper sich transformiert, wie er schmaler wird und stärker, mehr Wald, mehr ich. Ich spüre die Spitzen meines zierlichen kleinen Geweihs schmerzhaft unter meiner Haut und ich spüre, dass sie meine Kopfhaut durchstoßen und meine Verwandlung komplett machen werden, wenn ich es nur zulasse. Und ich lasse es zu. Und ich wende den Kopf und da ist mein König. Und ich gehe auf ihn zu und ich lächle, verwundert. Schmerzvoll. Mein Oberon. Was für ein Traum, mein Lieber. Als der Vorhang fällt und sich wieder hebt, sehe ich nichts als Bewegung und Licht. Das Publikum im Saal tobt, wie zuvor Hermia und Lysander und Helena und Demetrius auf der Bühne. Der Zuschauerraum ist ein Schlund. Der plötzliche Lärm ist so gewaltig, dass ich kurz versucht bin, mir die Hände auf die Ohren zu pressen. Es braust und tost, aber ich beherrsche mich. Ich blinzle gegen das Scheinwerferlicht an, ich lächle, ich nicke den anderen zu, dann trete ich an die Rampe. Das Publikum fängt an zu rasen, der Lärm steigert sich ins Unermessliche. Und ich weiß, dass sie es auch gespürt haben, auch wenn ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, was sie da gesehen haben. Denn das hier war echt, das hier war eine tatsächliche Mittsommernacht, schrecklich und rauschhaft und schön. Erneut verbeuge ich mich, so tief ich kann, und als ich wieder hochkomme, spüre ich, wie mir etwas den Hinterkopf hinabrinnt. Und obwohl ich nass geschwitzt bin, wie alle auf dieser Bühne, weiß ich doch sofort, dass das hier kein Schweiß ist. Ich verbiete mir hinzufassen, muss mich regelrecht dazu zwingen. Stattdessen nehme ich die Hände meiner Mitspielerinnen und gemeinsam treten wir ein letztes Mal an die Rampe. Der Geruch, der in meiner Garderobe herrscht, ist so schwer, dass er mir fast den Atem raubt. Er geht von den zahllosen Blumen aus, die in vielleicht 20, vielleicht 30 riesigen Bouquets auf dem Boden stehen, versehen mit Glückwunschkarten zur Derniere, zu meiner letzten New Yorker Aufführung.
Ich setze mich auf den Stuhl vor meinem beleuchteten Schminkspiegel und schaue mir ins Gesicht. Ich sehe soweit normal aus, das ist gut. Ich betaste meinen Nacken und als ich meine Finger betrachte, sehe ich das Blut. Und obwohl ich wusste, dass es da sein würde, ist sein Anblick ein kleiner Schock. Ich wische mir mit einem Kosmetiktuch den Nacken ab, dann betaste ich vorsichtig, ganz vorsichtig meinen Kopf. Zucke zusammen, als ich die zwei kleinen Wunden berühre, die ich unter meinem Haar ertasten kann, ziehe meine Hand zurück. Ich sage mir, dass ich immer noch ich bin, dass es nicht so schlimm ist, dass das zu mir gehört, dass ich lediglich lernen muss, mich besser zu kontrollieren. Ich schließe die Augen und fasse noch einmal hin. Dieses Mal halte ich es aus, ziehe meine Hand nicht wieder zurück, sondern betaste sie vorsichtig. Die beiden kleinen Erhebungen unter meiner Kopfhaut, deren Spitzen sie bereits durchstoßen haben. Ich erinnere mich an diese Empfindung. Ich erinnere mich daran, wie es war, empfindliches Zahnfleisch da, wo einst Milchzähne waren, mit der Zunge zu betasten und eines Tages die Spitze eines bleibenden Zahnes zu fühlen, die durchbrach. Ich erinnere mich daran, wie seltsam sich das anfühlte. Wund und wundersam und unvermeidlich. Genau wie das hier. Vielen Dank. Ellen wächst also nicht nur, während sie spielt, quasi in diese Rolle rein, ist Titania, ist im Wald, ist umgeben von diesen ganzen Geistern, sondern auch, nachdem die Vorstellung schon vorbei ist, und sie verwandelt sich sogar physisch. Was passiert da? Tatsächlich hat sie diese besondere Gabe, sich nicht nur gut in Menschen einfühlen zu können, was wahrscheinlich alle guten Schauspielerinnen und Schauspieler können, sondern sie hat tatsächlich diese magische Fähigkeit der Verwandlung, die sie sich auf der Bühne zunutze macht und später im Buch auch noch an anderer Stelle. Da habe ich mir einfach tatsächlich ein bisschen magischen Realismus erlaubt mit meiner Figur. Es steht im Kontrast, Sie haben es gerade schon gesagt, die Lebenswelt von der anderen jungen Frau, Nico, ist sehr viel, ich würde mal sagen, fast prekärer, sehr viel härter. Und die prallen so ein bisschen aufeinander, diese Welten, denn das eine ist dieses Fantastische, dieses Magische, dieser Ruhm, dieser Glanz und das andere ist eben einerseits dieses Prekäre, andererseits auch die Präsenz des Todes. Ellen verliert schon am Anfang des Buches ihren Mentor und ihren guten Freund, von denen sie nicht so viele hat, weil sie berühmt ist und eigentlich alle in ihr nur eine Projektionsfläche sehen, aber er, Anthony, ein älterer Herr, stirbt, den verliert sie. Und bei Nico ist es die Mutter, der Tod der Mutter steht oder schwebt eigentlich über diesem ganzen Roman, weil sie hat diese Mutter verloren bei einem Schiffsunglück, bei dem sie selber zugegen war. Sie, also Nico, konnte aber, weil sie an Deck war, diesem Unglück entkommen, lebend, mit nur ein ganz paar wenigen Crewmitgliedern. Die Mutter ist gestorben und das belastet sie sehr. Und außerdem, so viel soll ich auch noch verraten, Nico schleppt einen Tumor mit sich rum, von dem sie überhaupt nicht weiß, wie das ausgeht. Das verdrängt sie, aber es ist eigentlich immer so dabei, dieser Tod oder diese Krankheit. Wie kam diese Schwere in diesen Roman? Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit der Zeit zu tun, in der Roman entstanden ist. Es war, ich glaube, ich habe spät 19, früh 20 angefangen zu schreiben, war viel alleine zu Hause. Es gab auch biografisch, es war eine Zeit der Trauer für mich persönlich, ohne da ins Detail gehen zu wollen. Und ich glaube, ich habe ganz, ganz viele Dinge bearbeitet. Man ist ja immer porös, man geht so mit seinem Autorinnenhirn durch die Gegend. Und ich habe so ein bisschen gegen den Tod und die Krankheit und alles, was zum Leben dazugehört, aber vielleicht nicht so schön ist oder so eine gewisse Düsternis mitbringt, angeschrieben. Und das spiegelt sich, glaube ich, sehr im Roman. Also ich habe das Gefühl, es gibt viel Licht in den Roman, aber es gibt auch viel Schatten und die ringen die ganze Zeit miteinander. So fühlte sich das für mich an. Und diese Erkenntnis kämpft sich eigentlich durch, weil Nico hat die ganze Zeit das Gefühl, sie dürfte eigentlich gar nicht mehr leben, weil sie eben bei diesem Schiffsunglück nicht mit untergegangen ist. Das kennt man wahrscheinlich von vielen, die traumatisiert sind durch solche Unglücke und eben den Eindruck haben, eigentlich hätten sie gleich mit untergehen müssen. Und dann wächst das aber in ihr eben auch durch die Begegnung mit Ellen, dass sie eigentlich denkt oder merkt oder spürt, dass das ein großes Glück ist, was ihr auch auf eine Art zusteht. Also ist es ein Prozess, der dann doch wieder, wie sie es gerade gesagt hat, viel Licht durchblicken lässt. Ja, absolut, gut beobachtet. Also ich glaube, diese Schuld, die Nico mit sich rumschleppt, die ist ja, glaube ich, was sehr Nachvollziehbares. Wie häufig wird jemand krank und wir empfinden vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass wir es so gut haben. Oder wir schauen die Nachrichten und
eine Viertelstunde später lachen wir vielleicht über etwas, obwohl die Nachrichten ganz grauenhaft waren und wir ertappen uns kurz bei einem schlechten Gewissen angesichts der Tatsache, dass so viele schlimme Dinge passieren und wir es vielleicht so gut haben oder wir eine Viertelstunde später, nachdem wir was Grauenhaftes gesehen haben, wieder lachen können. Und ich glaube, das ist etwas sehr Menschliches und es ist zumindest etwas, was mich sehr beschäftigt hat beim Schreiben, was mich privat und persönlich auch immer wieder beschäftigt. Und ich habe da einer Figur was in den Mund gelegt, was ich mir selbst immer wieder sage. Es gibt so eine Stelle, wo Nico mit Ellen darüber spricht und sagt, das ist nicht fair, dass ich noch da bin und die anderen alle tot, die da alle untergegangen sind mit dieser Fähre. Und Ellen antwortet, das einzig Faire, was da passiert ist, ist, dass du überlebt hast. Und ich glaube, das ist die richtige Sicht der Dinge. Und ja, es passiert viel Schlimmes, aber es ist niemandem geholfen, wenn wir... Ich möchte am Schluss noch kurz auf den Titel eingehen, die Kunst des Verschwindens. Es geht darum, dass Ellen, sie ist eben sehr berühmt und ist es irgendwann unglaublich leid, als Projektionsfläche nur für die vielen Fans zu dienen und beschließt eben zu verschwinden. Das ist etwas, was vielleicht der Ruhm mit sich bringt. Oder kennen Sie das auch, dass dieser Wunsch mal zu verschwinden und wirkt aber nicht nur für zwei Tage, sondern tatsächlich sich seiner Biografie oder seiner Identität, seinem Namen und seinem Leben zu entziehen und einfach ein anderes zu beginnen? Ja, also ich verstehe zumindest die Faszination. Ich habe das nicht vor, keine Sorge, aber ich verstehe diesen Wunsch, nochmal neu anzufangen und das auf radikale Art und Weise. Ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass wir uns selbst oder anderen nicht immer alle Facetten zugestehen und dass wir sehr schnell auf eine Sache festgelegt sind und diesen Wunsch, sich da nochmal von frei zu machen, den finde ich sehr nachvollziehbar. Und ich glaube gerade, so eine prominente Person wie die Ellen in meinem Buch, ich glaube, so prominent zu sein, ist das ultimative Gefängnis und noch dazu eins, über das man nicht klagen darf. Und ich kann das gut verstehen, dass diese Figur verschwinden möchte. Und ich fand auch spannend, mal auszuloten, kann Verschwinden tatsächlich noch funktionieren heutzutage mit allen Techniken, die wir so haben, mit Gesichtserkennung, mit jeder ist irgendwie hinterlässt so viele Spuren, geht das tatsächlich? Und der Frage habe ich mich ein bisschen gewidmet in meinem Buch. Im Roman geht es, also unbedingt lesen. Vielen Dank, Melanie Rabe, dass Sie da waren. Sehr gerne, Dankeschön. Und es geht weiter mit Bettina Scheiflinger und Erbgut. Wow, wow, schon als Vorschuss für unseren nächsten Gast. Man sagt ja so gemeinhin, der Mensch ist die Summe all seiner Erfahrungen. Das ist nicht falsch, aber es ist auch genauso unvollständig, denn es fügen sich ja meistens in unser psychisches Gerüst auch die Vorerfahrungen unserer Eltern und Großeltern hinzu. Das hatte man lange Zeit gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber das hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt in der Forschung und jetzt auch in der Romanliteratur unter dem Stichwort der transgenerationalen Vererbung von Eigenschaften. Im engeren Sinne geht es dabei sehr viel um Traumaforschung, aber es geht auch um sonstige psychische Dispositionen. Ungefähr das ist das Bezugsfeld des Romans, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. Es ist der Debütroman der in Schweiz geborenen und heute in Wien lebenden Bettina Scheiflinger. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Danke. In Ihrem Roman, Bettina Scheiflinger, geht es, ich glaube, das kann man so erst noch festhalten, um das Frausein. Ja, das ist ein ganz starker Punkt. Es geht um Herkunft, Bindungen, Abnabelungen, es geht um vererbtes Verhalten, vererbtes Aussehen und darum, wie sich das Leben und die Persönlichkeit einer jungen Frau wegen oder trotz all dieser Dinge, die sie da mitzuschleppen hat von ihren Vorfahren, dann doch zu einer eigenständigen Persönlichkeit mit einer eigenen Biografie entwickelt. Das ist ein großes Thema, Bettina Scheiflinger, dass Sie sich da ausgesucht haben, mal gleich fürs Debüt. Entspringt das einer langjährigen Beschäftigung? Und beliebte Journalistenfrage, klar, gibt es auch biografische
Vorlagen? Also viele Fragen bisher. Genau, wie Sie gesagt haben, es ist auch die Summe von all diesen Dingen, die auf diese Ich-Erzählerin, die da zusammenkommen. Ich habe das nicht erforscht oder wissenschaftlich studiert. Ich glaube, ich habe da viel beobachtet, um das dann auch niederzuschreiben in diese Figuren hinein. Ja, auch in der eigenen Familie wahrscheinlich und beobachtet. Natürlich, ja. In der eigenen und in denen um mich herum oder in der ausgeweiteten auch. Ihr Roman beginnt mit der Geburt der Ich-Erzählerin und er endet dann mit der Geburt ihrer Tochter Isa. Dazwischen werden dann 70 Jahre Familiengeschichte erzählt. Ganz und gar nicht chronologisch, ganz und gar nicht, nein, sondern episodisch, zwischen den Zeiten hin und her wechselnd, auch zwischen den Personen hin und her wechselnd. Also, das geht los noch mit der Geburt ihres Vaters von der Ich-Erzählerin Arno im Zweiten Weltkrieg. Und das endet dann halt eben bei dem eigenen Kind. Das ist der Grundriss des Romans. Ich halte mich jetzt erstmal an dem Titel fest. Erbgut, diesen Begriff, den schlüsseln Sie in zweierlei Hinsicht auf. Ich meine, Sie meinen also so einerseits genetisch, ja, also und dann aber auch was Äußerlichkeiten angeht. Also es geht dann auch um Aussehen, aber halt eben auch um die psychischen Angelegenheiten. Es sind diese zwei Bereiche, ganz grob gesagt. Einerseits zum Beispiel diese körperliche Komponente sieht man in der Übertragung von Krankheiten, die genetisch bedingt sind. Also ganz konkret, es gibt Brustkrebs, der vererbt wird. Die Ich-Erzählerin hat die Angst auch, dass sie das von ihrer Mutter bekommt. Die Mutter hat die Angst auch, dass sie das weitergegeben hat. Und das andere sind diese diffuser, schwieriger zu fassenden, die abstrakteren Bereiche, die wir eben nicht so sehen auch, also was über Erziehung uns allen mitgegeben wurde oder die Gesellschaft uns vorlebt und wir einfach übernehmen, um auch zu überleben, glaube ich. Also. Ja, und mit Sicherheit auch Ängste, die wir mittragen, die gar nicht vielleicht unsere eigenen sind, sondern die uns von anderer Seite mitgegeben worden sind. Erzählt, wie gesagt, nicht das Ganze nicht linear, sondern so Schlaglicht, ereignishaft, das wechselt sehr stark und sehr häufig. Warum haben Sie diese Form gewählt, diese quer durch das Buch verteilte, ja, so Ereignis, diese Ereignissteinchen, die sich der Leser, und das ist die Anforderung an uns, an die Leserschaft, dann selbst zum Mosaik zusammensetzen muss. Warum haben Sie diese Form gewählt? Die ist sehr eigenartig, sehr unkonventionell. Ja, vielleicht zur Erklärung, genau. Es sind, wie Sie gesagt haben, es sind fast 100 Jahre, die da abgebildet werden in über 3-4 Generationen, mehrere Perspektiven. Und es ist organisch gewachsen, kann ich jetzt auch noch sagen. Also ich habe erst sehr spät im Schreibprozess dann angefangen, da auch eine Form, das auch so ein bisschen mehr zu planen. Also das ist nachträglich dann auch eher gemacht oder habe ich dann nachträglich auch eher gemacht. Mein Anliegen war es, aus diesem Mosaik oder Flickenteppich, könnte man sagen, da auch ein Ganzes zu kreieren über die motivische Verknüpfung. Also die Kapitel scheinen vielleicht lose gewählt oder ungeordnet, sie sind es aber nicht, weil sie natürlich nicht über die Zeit, sondern über ihre Themen, die sie in sich tragen, verknüpft sind. Mhm. Also eben, wie Sie gesagt haben, auch es gibt eine Geburt und es gibt eine Geburt, die halt 50 Jahre später stattfindet und die aneinandergereiht werden. Ja, also so entsteht, glaube ich, dieser Bogen, der am Schluss dann auch zu einem Ganzen führt, dieser Geschichten. Würden Sie sagen oder zustimmen, wenn ich es als Entwicklungsroman einer jungen Frau beschreiben würde? Es geht mir sehr, ja, auch um dieser Entwicklungsschlag ist ein Befreiungsschlag. Also wie lebt diese Ich-Figur, wie werde ich zu meinem eigenen, wie finde ich meinen Weg, trotzdem, was mir und auch dank dem teilweise, was mir mitgegeben wurde. Ja, ich widerspreche Ihnen nicht, ich würde dem hinzufügen, genau, dass es auch Befreiung ist. Dann lassen Sie uns mal ein Stück hören. Mhm. Osten. Ich fange ganz am Anfang an. Bei meiner Geburt jage ich meiner Mutter einen Schrecken ein. Niemand muss mich aus ihr herausholen. Ich will von selbst heraus. Es ist sogar noch einige Wochen zu früh.
Ich presse mein Gesicht durch den Geburtskanal. Augen voran komme ich zur Welt. Ich will ihr frontal begegnen, mich ihr entgegenstrecken und sofort sehen, was da ist. Mein Gesicht verzerrt sich dabei. Die Augen und der Mund werden in alle Richtungen gezogen. Beides öffne ich weit. Meine Mutter denkt, etwas stimmt mit mir nicht. Mein erster Atemzug ist lang und gierig, dann beginne ich laut zu schreien. Du warst ein Wunschkind, erzählt mir meine Mutter Jahre später das erste Mal. Danach wiederholt sie es an jedem meiner Geburtstage. Ich bin das zweite Wunschkind meiner Eltern. Bei meiner Geburt ist meine Mutter schon über 30. Das gilt als späte Mutterschaft. Es sind die 80er. Meine Mutter strahlt als Wöchnerin. Sie ist so erleichtert. Sie murmelt, ein liebes Mädchen. Jetzt gibt es für sie nichts Wichtigeres mehr, als dass ich mich gesund entwickle, dass ich wachse, heirate, eine Familie gründe und immer sehr glücklich bin. Meine Schwester Anna war vor mir da. Ich bleibe das letzte Kind meiner Eltern. Mein Vater wollte schon vor mir aufhören. Johanna liegt auf dem Küchentisch. Das Kind will jetzt sofort aus ihr heraus. Es ist Krieg. Johanna hört die Flieger nicht, die in der Ferne am Himmel kreisen. Die Leute eilen zum Wirtshaus, steigen in Johannas Keller hinab. Es ist der größte im Dorf, die Menschen wollen beieinander sein. Jetzt hört Johanna die Flieger. Sie sieht ihr Baby in den Händen der Hebamme liegen. Zwischen ihren Beinen spürt sie die Nabelschnur. Ein Bub, Johanna, es ist ein Bub. Die Hebamme hilft Johanna auf und vom Tisch herunter. Sie lenkt sie sanft, aber bestimmt zum Keller. Der Saum ihres Arbeitskleides klatscht fleckend von Blut und Schmiere auf Johannas Oberschenkel. Durch das Fenster im Gang erhascht sie einen Blick in den Garten. Unter dem Marillenbaum hat sie die Nachgeburten ihrer anderen Kinder vergraben. Der Baum ist kahl, er hat schon vor Monaten seine Blätter verloren. Johanna schaut in die Küche zurück. Die Nachgeburt dieses Babys liegt unter dem Tisch. Im Keller ist es dunkel. Rund um Johannas Körper drängen sich andere Körper. Der Geruch von gelagerten Erdäpfeln, Zwiebeln und Schweiß steigt aus dem Lehmboden auf. Nervöses Quietschen ist von irgendwoher zu hören. Die Ratten hätte man schon vorher rausbringen und ersäufen sollen, denkt Johanna. Resi, ihre Nachbarin, drückt ihre Knie in Johannas Rücken. Johanna ruht ihren Kopf auf der Schulter ihrer Tochter Frieda aus. Inge, die Jüngere, sitzt auf Friedas Schoß. Die eingelegten Birnen schweben braun in den großen Einmachgläsern. Es ist nicht der erste Bombenalarm und nicht der letzte. Johannas Angst ist immer die gleiche. Kurz bevor die Kellertür geschlossen wird, durchfährt es Johanna heiß. Sie springt auf und ruft, das Kind, wo ist mein Kind? Sie hat ihr Neugeborenes oben in der Küche vergessen. Dankeschön. Um eine Vorstellung für Sie aufzumachen, das geht um zwei Familien, die dann ja, nach unten hinzuwachsen bis zur Ich-Erzählerin und dann deren Kind. Ja. Also es sind sehr, sehr viele Namen, darf man sich nicht verwirren lassen, muss man vielleicht manchmal auch mitschreiben, wer zu wem gehört. Ein wichtiger Aspekt Ihres Buches, Bettina Scheiflinger, das ist der Umgang der Frauen mit ihrem Körper. Das zieht sich auch von Anfang bis zum Ende durch. Und ein anderer ist Migration und Fremdheitsgefühl. Da gibt es eine in diesem Familienkomplex, Sophia, die kommt aus Italien in die Schweiz. Und wenn man das sich so anhört bei Ihnen, dann ist man doch wirklich erschrocken, wie anders sich das vor 50 Jahren darstellte. Da ist dann in diesem Roman, deren Figuren also im ländlichen Raum von der Österreich und Schweiz angesiedelt ist, also spielt in Österreich, Schweiz, da ist dann von Mischlingen die Rede. Ja, da haben wir von heute etwas ganz anderes, viel Exotischeres im Kopf. Ist das etwas spezifisch schweizerisch-ländliches? Würde man das in diesem Milieu auch heute noch so sehen und Nein, beschreiben? Nein, es ist eine Zeitfrage. Sie sprechen einen Teil an. Wir sind in den 70er Jahren, frühe 70er Jahre in der Schweiz. Es gab die Überfremdungsinitiative, ein Ansinnen rechter Parteien, den Ausländeranteil auf 10% zu deckeln. Es gab eine
eine Abstimmung, wo die männliche Bevölkerung der Schweiz damals abstimmen durfte, nur die Männer. Und was Sie auch ansprechen, dieser Familienstrang, diese Italiener, das war ein großer Bevölkerungsanteil, die Saisonniers, damalige Gastarbeiter, die eine Saison bleiben durften, arbeiten durften, mussten, schlechte Bedingungen hatten und dann wieder zurück mussten, wenn man sie nicht mehr gebraucht hat. Und sie mussten, haben teilweise ihre Kinder versteckt, weil die nicht da sein durften. Also eine in der Zeit, und diese Aussage macht der Arzt genau bei der Geburt dieses Kindes, eines Schweizers und einer Schweizerin. Es ist leicht auszumalen, dass es da Hemmungen und Bedrängungen gibt im Wesen eines Menschen, die er vielleicht tatsächlich auch weitergibt und die woanders dann wieder auftauchen und derjenige weiß gar nicht, woher sie stammen. Zumindest ist es möglich. Könnte auch Erbgut sein, solche Erfahrungen. Ja. Was haben Sie denn oder was würden Sie denn sagen? Ist das eher eine ganz individuelle Geschichte der Ich-Erzählerin oder ist das auch ins Allgemeine übertragbar? Diese Geschichte, die ich hier geschrieben habe, ist eine individuelle, die ich glaube, und auch nach Rückmeldungen, es finden sich sehr viele Menschen in Teilen davon wieder, also in Familiengeschichten sowieso. Wer kennt nicht die Diskussion mit der Mutter, mit dem Vater, also so, und auch die eigene Frage an sich selbst, glaube ich, gerichtet, was ist von meinen Eltern in mir drin oder von meinen Großeltern oder vielleicht auch den Schrecken, oh je, das ist ja wie meine Mutter, das ist ja wie bei meinem Vater. Also so, ich glaube, es ist die Geschichte, die ich geschrieben habe, ist sehr, sehr individuell, aber man findet sich daran wieder. Und was haben Sie als Haupterkenntnis mitgenommen aus diesem Buch? Was haben Sie für sich gewonnen, nachdem Sie das zu Ende geschrieben haben? Ich habe das erste Mal einen Roman geschrieben und ich glaube, das ist meine große Erkenntnis, wie man das machen kann und dass man das auch nicht nach einem klassischen Dramaturgie genau. machen muss, sondern auch seinen individuellen Weg gehen kann. Und meine Erkenntnis ist, dass Sie ein ganz fantastisches Debüt hier hingelegt haben mit einem sehr unkonventionellen Stil. Vielen Dank, Bettina Steiflinger, für Erbgut. Das Problem des Älterwerdens ist, dass man den Eindruck der Verwahrlosung schwer etwas entgegensetzen kann. Der Körper entwickelt ein Eigenleben, setzt Fett an, wo nie welches war, wird breiter und unförmiger. Haare wachsen an Stellen, wo sie nicht hingehören und fallen da aus, wo sie wachsen sollten. Mit diesem Zitat sind wir mittendrin im neuen Roman von Bestsellerautorin Amelie Fried und treffen ihre Protagonistin von früher wieder, Cora. Herzlich willkommen, Amelie Fried. Dankeschön, guten Abend. Ja, Coras 60. Geburtstag steht bevor und statt eine Traumfrau mit Nebenwirkungen oder eine Traumfrau mit Lackschäden, wie die Titel damals noch lauteten, ist sie nun eine Traumfrau mit Ersatzteilen. Sie beschäftigen sich also nun zum dritten Mal mit den Defiziten im nicht immer traumhaften Leben von Cora. Was gefällt Ihnen so an dieser Cora? Warum sind Sie ihr so lange treu oder die Cora Ihnen? Ja, der erste Band Traumfrau mit Nebenwirkungen ist ja 30 Jahre alt. Den habe ich geschrieben, als ich selber gerade kurz über 30 war. Und der nimmt halt so mit einem Augenzwinkern diese damals so populäre, freche Frauenliteratur ein bisschen aufs Korn. Weil natürlich gibt es keine Traumfrauen, genauso wenig wie es Traummänner gibt. Also ich fand das immer diese Klischees und diese Etiketten eigentlich ein bisschen albern und habe das deswegen so ein bisschen ironisiert. Und irgendwie ist mir diese Figur aber sehr ans Herz gewachsen, also mit ihrer, auch mit ihrer Selbstironie, eben mit der sie mit sich und all den
Unbilden des Lebens so umgeht. Und sie erlebt eben erst mit 30 das, was man halt üblicherweise so in dieser Zeit erlebt. Die Fortsetzung spielt dann 20 Jahre später, Traumfrau mit Lackschäden. Da geht es um das, was man so rund um 50 erlebt. Und jetzt ist sie eben 60 geworden und da ändern sich die Themen wieder. Und ja, es ist wie eine alte Bekannte, zu der ich dann alle 10 Jahre zurückkehre und mal gucke, wie es ihr so geht. Was hat die Traumfrau mit den Ersatzteilen noch mit der 30-Jährigen zu tun? Was ist noch übrig geblieben, bevor wir zum Rest kommen? Also sie ist eine Kämpferin, eine streitbare Frau, die legt sich gerne mit Leuten an. Also das ist direkt in der ersten Szene, ja, legt sie sich da mit jemandem an, den sie als Rassistin empfindet und ist kurz davor, sie im Pool zu ersaufen. Also sie rettet sie dann, aber sie hätte sie lieber ertrinken lassen wollen. Sie ist ein wilder Charakter, der aber dann gleichzeitig auch dazu neigt, Konflikte gerne zu vermeiden. Ja, also sie hat es eigentlich ganz gerne nett, aber dann irgendwann geht es dann doch mit ihr durch und dann wird sie wieder wild. Also es ist eine widersprüchliche Figur, wie halt alle interessanten literarischen Figuren ja ein gewisses Maß an Ambivalenz in sich tragen. Ja. Eigentlich würde ja man auch meinen, dass diese Cora überhaupt kein Problem damit hat, 60 zu werden, hat sie aber doch. Sie hat ein großes Problem damit und versucht, dem aus dem Weg zu gehen. Ist es dieses Zitat, was ich gerade, also dieser Körper, der sich so entwickelt, wie sie es überhaupt nicht will und alle anderen, die älter werden, auch nicht? Oder was ist es genau, wovor sie sich so fürchtet? Naja, älter werden ist natürlich mehr als Falten zu kriegen. Ja? Also das wird ja gerne darauf reduziert und wir Frauen werden ja auch gerne darauf reduziert, dass unsere Probleme mit dem Älterwerden nur was mit dem Äußeren zu tun haben. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das Alter bringt ja eine Menge mit sich. Es bringt Verluste mit sich. Es bringt Ängste mit sich. Wir alle haben wahrscheinlich Angst davor, irgendwann einsam und alt irgendwo zu sein, niemanden mehr zu haben, der sich um uns kümmert. Wir alle haben Angst davor, krank zu werden und zu sterben. Das sind ja alles Ängste, die man lange verdrängen kann, solange man jung ist. Also ich habe mir mit 20 auch gedacht, wow, also älter als 40 werde ich bestimmt nicht, das ist ja grauenhaft. Als ich dann 40 war, wurde ich deutlich nachsichtiger und dachte, naja gut, also 60, ja. Jetzt bin ich 64 und ich wäre durchaus dankbar, wenn ich meine statistische Lebenserwartung von 84 noch fröhlich erreichen würde. Also die Perspektive verändert sich sehr aufs Alter. Und Cora kämpft insbesondere mit dieser Diskrepanz zwischen ihrer Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung, die sie durch andere gespiegelt bekommt. Ne? Also es ist ja seltsam, dass man selber, wenn man in diesem Alter ist, man empfindet sich einfach nicht so. Und man ist immer wieder erstaunt, dass die anderen einen irgendwie alt finden. Ja? Und wenn ich dann in der Zeitung lese, 64-Jährige vom Fahrrad umgenietet, denke ich mir, ach, die arme alte Frau, ja. Und im gleichen Moment wird mir klar, hey, das hätte ich sein können, ja. Also das ist auch etwas, womit sie hadert, weil sie auch nicht so genau weiß, auf welche Weise will sie eigentlich altern. Sie will authentisch bleiben, aber dabei nicht verwahrlosen. Sie will gut aussehen, aber sich irgendwie auch nicht dem Konsumterror unterwerfen. Also das sind lauter so widersprüchliche Empfindungen in ihr. Ein Widerspruch in ihrem Leben ist auch das Verhältnis zu ihrem Mann Ivan, ein Künstler, der offenbar schon immer ziemlich egomanisch unterwegs war. Sie haben einen Sohn zusammen, also sind auch schon ziemlich lange ein Paar, der ist aber irgendwann ausgezogen, aber irgendwie sind sie trotzdem nicht wirklich getrennt voneinander, der taucht immer wieder auf und eigentlich beschließt sie immer wieder, dass das ein ganz schön, ja wie gesagt, egozentrisches A ist, aber sie schmeißt ihn dann nicht doch ganz raus aus ihrem Leben und hadert aber damit. Mhm. Wieso? Wieso schmeißt, also was hält sie noch bei ihm, wo er ja eigentlich immer genau dann fehlt, wenn sie ihn braucht? Ja, das ist halt ein bisschen komplexer, wenn man über 30 Jahre mit einem Menschen zusammen ist und einen eigentlich doch eine Menge mit jemandem verbindet, dann ist es halt schwer einfach zu sagen, okay, den entsorge ich jetzt mal eben aus meinem Leben. Man hat eine lange gemeinsame Geschichte, man hat ein gemeinsames Kind, in diesem Fall im anderen Fällen vielleicht viele Kinder und gemeinsame Projekte und man ist zusammen alt geworden oder im Begriff zusammen alt zu werden und ich glaube, dann muss man manchmal nachsichtig sein und vielleicht auch andere Formen des Paarseins finden. Das ist halt nicht mehr so einfach wie in der Liebesschmonzette, sie kriegen sich und danach ist alles gut. Da gibt es dann einfach, ja, wie soll ich sagen, andere Möglichkeiten zusammen zu sein, ohne vielleicht diesen ganzen Paar-Zirkus noch
mitzumachen, der halt darin besteht, dass man den Alltag teilt und dass man diese ganzen klischeehaften Erwartungen aneinander stellt. Manchmal muss man halt einfach ganz individuelle Formen des Paarseins erproben und das tun die beiden. Aber das Lustige ist ja, dass sie andere Paare coacht und wahrscheinlich würde sie ja, ja. jedem anderen Paar erzählen, oh ja, Mann, ey, trenn sich mal von dem und sie selber kriegt es nicht hin. Genau. Ist es auch so eine Art Klischee, dass die Paartherapeutin selber ihre Beziehung nicht so richtig auf die Reihe kriegt? Ich glaube, das ist überhaupt kein Klischee, sondern das weiß ich von ganz vielen sagen wir, im sozialen, therapeutischen Bereich tätigen Menschen, die ich privat kenne und von denen ich weiß, dass in ihrem persönlichen Leben das totale Chaos herrscht, sie aber trotzdem sehr gute Coaches oder Therapeuten sein können. Das hat nichts miteinander zu tun, komischerweise. Und bei Cora ist es durchaus auch eine, glaube ich, Quelle des Humors oder der Komik, dass sie eben so irrsinnig inkonsequent ist und alles, was sie ihren Klienten empfiehlt, halt bei sich selber überhaupt nicht umsetzt. Aber ich glaube, das ist auch eine sehr menschliche Eigenschaft, dass wir in der Theorie vieles sehr gut wissen und in der Praxis am Ende halt dann doch nicht machen. Da wir gerade bei den Widersprüchen und bei den Inkonsequenzen von Cora sind, Sie haben zwar gerade gesagt, wir sollten nicht, also Cora bekommt auch Brustkrebs, ich will das aber jetzt nicht ausweisen, weil sie gerade... Nein, sie nicht Brustkrebs, nein, sie das Diagnose. Ist nicht das dritte Brustkrebsbuch an diesem Abend, sondern sie bekommt eine Diagnose einer Vorstufe von Krebs, wo aber empfohlen wird, das prophylaktisch eben zu operieren, damit es nicht zu einem Krebs wird. Sie wissen, dass die wunderbare Schauspielerin Angelina Jolie, das ist sozusagen der Fall, der da ein bisschen Pate gestanden hat, so ein Fall ist das. Also sie hat nicht Krebs. Das ist keine Krebsgeschichte, nein. Aber sie hat natürlich dadurch, klar, eine, was heißt Existenzkrise oder Existenzangst. Ja, sie bangt um ihr Leben, sie muss sich diese Operation oder sie entscheidet sich, sich dieser Operation zu stellen. Sie hat auf einmal keine Brust mehr. Also das heißt, es verändert sich ganz, ganz viel in ihrem Leben. Und auch da weiß man am Anfang nicht so genau, weil sie diese Inkonsequenz anspricht. Also sie einerseits ist es dramatisch für sie und andererseits ist es aber genau dieser Effekt von so. Und jetzt will ich aber jeden Tag genießen, ich will mein Leben aufrollen, ich will mich aufräumen, ich will mich endlich von diesem Ivan trennen, der sowieso auch dann nicht da ist, wenn ich jetzt gerade mal diese Diagnose bekommen habe, sondern irgendeinem Stipendium nachgeht, ich glaube in Rom, weil er da gerade als Künstler eingeladen wurde, obwohl er schon viel zu alt dafür ist und eigentlich nur mit anderen jungen KünstlerInnen dort zusammen ist. Also was ist dann dieser Weg raus aus dieser, oder wie kommt dann Cora sozusagen dazu, jetzt zu sagen, so und jetzt mache ich mein Leben wirklich so, wie ich es eigentlich will. Da kommt irgendwo dieser Hippie-Spruch vor, glaube ich, ich genieße jetzt jeden Tag, als ob es mein letzter oder mein erster wäre oder irgendwie sowas nach diesem Motto. So ähnlich. Ja. Also das ist ja eben auch, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, da müssen wir dann ins Krankenhaus und haben irgendwie eine schwierige Operation oder eine Diagnose und dann nehmen wir uns das vor. Ja, ab jetzt machen wir nur noch die wichtigen und die richtigen Dinge und ab jetzt lernen wir Nein zu sagen und ab jetzt räumen wir auf in unserem Leben und trennen uns von Männern, die uns nicht gut tun und machen dies und das. Und machen wir es am Ende meistens eben auch wieder nicht. Und sie hat sogar diese innere Stimme, die immer mit ihr spricht und sie so ein bisschen irgendwie, ja, ihr so ein bisschen Feuer unterm Hintern macht. Und diese Stimme sagt, ach, weißt du, das ist ja wieder typisch. Ja, da geht es dir einmal schlecht und dann willst du gleich ein besserer Mensch werden. Das übertreib doch nicht immer gleich so, ja. Mach es doch mal irgendwie eine Nummer kleiner. Und das ist vielleicht auch, wenn man so will, die Message des Buches. Ich finde ja Bücher mit Message total blöd, deswegen verstecke ich meine immer ganz gut. Aber das ist halt sozusagen mein Wunsch, dass man hinterher nach der Lektüre das Gefühl hat, als Frauen, vielleicht auch als Mann, soll ja Männer geben, die Frauenliteratur lesen, dass man so alt werden darf, wie man das möchte. Und das ist kein, das gehört sich nicht für dein Alter oder das darfst du nicht mehr tragen für dein Alter oder das macht man aber in deinem Alter so. Das gibt es nicht, wenn wir es nicht zulassen. Ja, wir haben das Recht, selbst zu entscheiden, auf welche Weise wir altern wollen. Ich kann nur empfehlen, irgendwelche Unternehmungen, die mit funktionierenden Kniegelenken zu tun haben, die würde ich ein bisschen früher legen. Ja? Also das könnte dann ein bisschen schwieriger werden, dann, wenn man ein bestimmtes Alter überschritten hat. Aber alles andere bitte überlasst uns und zwingt uns nicht mit diesen Erwartungen, irgendetwas zu erfüllen. Das finde ich, steht niemandem zu, außer uns selbst. Dieser Hippie-Spruch heißt, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Ja, genau, ja so heißt er. Also ja. Genau. Ja, Sie lesen jetzt eine Stelle, da geht Cora in einen, ich habe den Fachausdruck vergessen, in einen Raum, wo man sich ausboxen kann, genau, wo man so richtig Aggression loswerden kann, ohne dass es verboten das wäre. Das hat sie geschenkt bekommen von einer Freundin, weil sie gerade eine Stinkwut auf zwei Leute hat. Möchten Sie angestaute Aggressionen loswerden, ohne sich und andere zu gefährden? Wollen Sie den Zorn auf Ihren Chef, Ihre Freundin oder Ihren Ehepartner kreativ ausleben? Wollten Sie schon immer mal nach Lust und Laune Gegenstände zerschlagen?
dann sind Sie hier im Rage Room richtig. Sie können zwischen verschiedenen Hilfsmitteln wie Baseballschläger, Brecheisen und Vorschlaghammer wählen. Um Ihre Zerstörungswut zu befriedigen, stellen wir Ihnen eine große Auswahl an Gegenständen zur Verfügung. Flaschen, Teller, Gläser, Vasen, Bilderrahmen, Kleinmöbel und so weiter. Das Sortiment wird regelmäßig aufgefüllt und ergänzt. Ich stand da mit einem Baseballschläger in der Hand und fühlte plötzlich keinerlei Aggression mehr in mir. Was für eine Schnapsidee. Ich war doch kein wütender Teenager, der Krach mit seinen Eltern hatte und ein Ventil für seine Wut brauchte. Ich war eine vernünftige, erwachsene Frau, die auf vernünftige und erwachsene Weise mit ihren Problemen umging. Ich wollte schon zur Tür gehen und die Aktion abbrechen. Da schossen mir Bilder von Uli und Ivan durch den Kopf. Uli ist ihre langjährige beste Freundin, Ivan ihr Mann. Leidenschaftliche Küsse, Körper, die sich in einem Bungalowbett wälzen, verschwörerische Blicke, unbemerkte Zeichen. Ohne es zu merken, hatte ich den Schläger gehoben und holte aus. Rums, mit lauten Krachen donnerte er in eine riesige, hässliche Vase, die in mehrere Teile zersprang. Nächster Schlag, eine altmodische Suppenschüssel, dazu ein Stapel Teller. Gleich danach mehrere Gläser, die ich quer durch den Raum fegte, bis sie in einer entfernten Ecke zerbrachen. Ich stieß einen Schrei aus, hob den Schläger erneut. Diesmal zielte ich auf einen Bilderrahmen mit einem scheußlichen Druck darin, auf den ich einschlug, bis die Glasfront zerbarst und in einem Rutsch zu Boden fiel. Je mehr ich tobte, umso mehr genoss ich es. Ich brüllte und japste und schlug alles kurz und klein, bis nur noch die beiden Schaufensterpuppen übrig waren. Sie saßen inmitten der Trümmer und blickten unbeteiligt in die Ferne. Na, seid ihr jetzt zufrieden? Schwer atmend stand ich vor den Puppen, die sich in meiner Vorstellung in Ivan und Uli verwandelt hatten. Glotzt blöd in die Gegend und tut so, als wäre nichts gewesen. Ist euch wohl völlig egal, was ihr angerichtet habt, oder? Mit dem Baseballschläger gab ich der Ivan-Puppe einen kleinen Schubs. Sie fiel um und blieb liegen, die Gliedmaßen in die Luft gereckt wie ein Maikäfer, der auf dem Rücken gelandet war. Ich holte aus und wollte ihr einen Schlag verpassen, ließ den Baseballschläger aber wieder sinken. Eine seltsame Hemmung, auf das menschenähnliche Wesen einzudreschen, hatte mich gepackt. Völlig absurd, es war nur eine Hülle aus Kunststoff, die vor mir lag, aber ich brachte es nicht fertig. Ich bahnte mir den Weg durch die Scherben und näherte mich den Puppen. Ich packte Uli und legte sie auf den Boden, die Beine nach oben ausgestreckt, dann nahm ich Ivan und legte ihn auf sie. Danach drapierte ich das ganze zerbrochene Zeug um sie herum, bis sie in einem Bett aus Scherben und Trümmern lagen. Ich trat ein paar Schritte zurück, holte das Handy aus meiner Handtasche und machte Fotos. Vielen Dank. Amelie Fried, viele kennen Sie auch als Moderatorin nicht nur von 3 nach 9. Was wäre Ihre Abschlussfrage als Moderatorin an Sie als Autorin? Oh Gott, das ist so unfair. Ja, die meisten Autoren würden sagen oder Moderatoren würden sagen oder fragen, haben Sie denn schon ein neues Projekt in der Pipeline, über das Sie uns schon was erzählen können? Ja, und da Sie das jetzt und ganz doof fänden, lasse ich das. Herzlich nicht, das nicht. Nein, wollte ich nicht. Okay, also, wie schließen wir das Gespräch? Was schlagen Sie vor? Sie sind die Moderatorin. Lassen Sie sich ich dachte, was ich kann doch was von Ihnen lernen. Dann schließen wir einfach hier. Sie haben wunderbar gelesen. Wir wissen, was in dem Buch, um was es geht oder auch nicht. Deshalb lesen Sie es. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Einladung. Was passiert, wenn in so viele Parallelsysteme zergliederten Gesellschaft, was passiert, wenn plötzlich zwei einander völlig fremde Milieus, die auch gar nichts miteinander zu tun haben wollen, buchstäblich zusammenstoßen
und sich nun wider eigenen Willens mit sich auseinandersetzen müssen. Das ist die Situation. Diese Situation entsteht, als der bosnische Anwalt Radomir Milic die Kontrolle über sein Auto verliert und in einer bürgerlichen Berliner Wohngegend in die vierköpfige junge Familie von Jonas Nimroth rast und die Ehefrau und den einen von zwei Zwillingssöhnen tötet. Das ist der Beginn des Romans Raserei, geschrieben von meinem nächsten Gast, Sascha Reh. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ich habe mal diese Frage, was passiert, wenn diese zwei Milieus zusammenstoßen, einfach mal nicht willkürlich, aber von mir aus da oben hingesetzt. Aber vielleicht gibt es ja eine ganz andere Entstehungsgeschichte bei Ihnen und die geht ganz anders von diesem Roman. Also ich glaube, das ist schon ziemlich exakt das, was mich daran gereizt hat, die beiden Welten aufeinander prallen zu lassen. Man weiß ja über die eine sehr viel und über die andere, also gerade wenn man aus einer Großstadt kommt, die sieht man, die erscheint sozusagen an manchen Stellen und verschwindet dann wieder. Und du hast vorhin gesagt, Parallelwelten, so fühlt sich das an. Und ich habe eine Weile in Berlin gelebt, in Neukölln, und habe mich dann irgendwann angefangen, so ein bisschen damit ja, zu beschäftigen. Und ich wollte tatsächlich die beiden Welten aufeinander setzen. Was ich da entwickelt, das ist in der Folge ein sehr ungewöhnliches Duell. Da ist Jonas Nimroth, der ist so Mitte 30, der Name ist Programm, Nimroth, der wird dann auch tatsächlich zum Jäger und Rebellen. Ein Mann, der jetzt nichts anderes als Gerechtigkeit und Bestrafung des Unfallverursachers will, was sich dann in einen immer verzweifelter werdenden Schrei nach Vergeltung auswächst, als er nämlich feststellt, dass sich um diesen Radomir Milic offensichtlich eine behördliche Schutzmauer zu schließen beginnt. Also er kommt da gar nicht mehr ran. Ja, und auf der anderen Seite, da ist Radomir Milic, an dem alles, was mit der innerlichen Auseinandersetzung mit diesem Unfall und den Folgen zu tun hat, völlig abperlt, weil? Also Radomir, wie gesagt, der Unfallfahrer, zieht sich zunächst darauf zurück, dass er nicht schuld sein kann an dem Unfall, weil er einen Herzinfarkt gehabt hat am Steuer. Es bleibt also eine gewisse Zeit auch unklar, ob es wirklich ein Herzinfarkt gewesen ist oder ob das eine Schutzbehauptung ist. Und er glaubt aber sehr überzeugt daran und kann das deswegen auch mit einer gewissen Überzeugung sagen, dass er eben nicht Schuld trägt. Er hat das Bewusstsein verloren, fertig ist die Geschichte. Und eine zweite Ebene dabei ist, die reicht tiefer in die Vergangenheit zurück. Und durch den Unfall steigen diese verdrängten Gedanken und Gefühle, die weit in den Jugoslawienkrieg zurückreichen, an dem er teilgenommen hat, in einer etwas unklaren Rolle. Also damit will er sich eben nicht auseinandersetzen und deswegen wird es umso wichtiger, auch die Gefühle, die durch den Unfall hochkommen, im Zaun zu halten. Das ist ein Roman, der ist vom Grobmuster her aufgebaut wie ein Krimi, wie ein Thriller, auf jeden Fall mit Krimi- und Thriller-Elementen gefüttert. Aber lediglich das Skelett ist das, nämlich darunter spielt sich viel, viel mehr ab, was zum Beispiel die Gattungsgrenze von Krimi und Thriller überschreitet. Das ist die Untersuchung dessen, was in einem Menschen passiert, in dem Fall das Opfer Jonas Nimroth, der zwei wichtige Teile seines Lebens verloren hat, Ehefrau und Sohn. Was passiert eigentlich mit einem solchen Menschen? Wie geht er damit um? Wie kommt er damit raus? Dass der verzweifelt ist, klar, aber das geht jetzt immer weiter und immer tiefer und verschlingt sich dann auch mit dem gleichzeitigen, mit diesem Vergeltungsbedürfnis, das er hat. Aber dass er sich so minutiös mit seiner Trauer und dem Umgang mit diesem Schock auseinandersetzen, geht das auch zurück auf Ihre Erfahrungen als Familientherapeut, der Sie waren oder vielleicht auch sind?
Ja, bin ich immer noch. Ja. Also tatsächlich ist es ja ein und dasselbe Interesse. Nicht nur das zu, also nicht nur die Schauwerte zu schildern, sondern eben auch das zu schildern, was danach kommt. Und also mir ist es sehr wichtig gewesen von Anfang an, das merkt man ja auch dem Aufbau des Buches an, beide Seiten zu schildern. Und beide Seiten sind so gegensätzlich, wie sie also extremer nicht sein könnten. Und für mich war ganz wichtig, mich diesen üblichen dann einsetzenden Mechanismen, den Knöpfen, die man dann bedient, den emotionalen, mich denen so ein bisschen zu verweigern. Und aus meiner Praxis, um das nochmal aufzugreifen, weiß ich eben, dass diese Dinge, auch wenn sie am Anfang sehr, sehr klar und griffig scheinen, immer noch eine zweite, dritte, vierte Ebene haben, die das Ganze nicht so ganz eindeutig machen. Und genau sowas habe ich versucht zu erzeugen. Apropos Praxis, das ist das Stichwort für die Lesestelle, die Sie ausgesucht haben, um auch mal darzustellen, wie dieser Radomir funktioniert im Gespräch mit einer Ärztin. Ja, ich habe die ja gar nicht ausgesucht. Ich habe sie ausgesucht, gib's zu. Wenn man so überführt wird, hat keine Chance, sich zu verteidigen. Also das ist eine Szene ziemlich aus der Mitte des Buches. Es reden zwei Leute, Radomir Milic und eine Oberärztin in der Reha-Klinik, in die er nach dem Unfall gekommen ist. Und das ist jetzt das Erstgespräch. Auch nicht der Anfang davon, sondern wir steigen mitten rein. Ich weiß, dass bei diesem Unfall zwei Menschen umgekommen sind. Und ich lese in den Dokumentationen der Kolleginnen, dass sie bislang psychologische Beratung ablehnen. Ich brauche keine Beratung. Elise klopft mit dem Ende ihres Bleistiftes leise auf die Linoleumunterlage ihres Schreibtisches und scheint nach den richtigen Worten zu suchen. Es ist ruhig in ihrem Büro, obwohl das Fenster geöffnet ist. Keine Stimme auf dem Flur, keine Vögel, nicht einmal Wind, der in den Bäumen rauscht. Es ist so ruhig, dass er vielleicht seinen eigenen Herzschlag hören könnte, wenn er sich darauf konzentrieren würde. Aber wenn er es täte, wer sagte ihm, dass sein Herz dann weiterhin gleichmäßig schlüge? Die Dinge gehen nur so lange leicht von der Hand, wie man nicht über sie nachdenkt. Das Grübeln ist der Erzfeind der Routine. Elise sagt: Herr Milic, Sie wären der Erste, der seine Gefühle nach solch einem Ereignis ganz alleine bewältigen kann. Ich habe keine Schuldgefühle, wenn Sie das meinen. Ich war nicht schuldfähig, als der Unfall passierte. Nicht schuldfähig. Er betont es, weil es die einzige Formulierung ist, auf die es ankommt. Er weiß, worauf sie hinaus will. Aber Sie waren beteiligt, oder? Wie sollte sie das nicht beschäftigen? Schuldgefühle wären eine ganz natürliche. Noch einmal, ich fühle mich nicht schuldig. Es war ein Herzinfarkt, ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Was passiert ist, ist schlimm, aber es ist passiert, ohne dass ich es gesteuert habe. Aber Sie saßen am Steuer, nicht wahr? Wer, wenn nicht Sie, hat den Unfall verursacht? Wer sollte sich verantwortlich fühlen für das, was passiert ist? Der Autohersteller? Die Opfer? Wollen Sie mir Schuldgefühle einreden, um sie dann zu behandeln? Ist das die Geschäftsidee hier? Ich behaupte, dass die Schuldgefühle sowieso da sind, Herr Milic, völlig unabhängig davon, ob Sie sie wahrnehmen oder nicht. Suggestivbehauptung. Man muss übrigens dazu sagen, dass der Anwalt ist, Wer soll sich Ihrer Meinung nach mit diesen Gefühlen beschäftigen? Sie oder die Hinterbliebenen der Opfer? Ich jedenfalls nicht. Dann also die Hinterbliebenen. Haben Sie Kontakt zu ihnen aufgenommen? Er holt tief Luft. Es klingt, als fühle er sich durch die Frage irritiert oder bedrängt. Dabei fällt ihm seit dem Unfall bloß das Atmen bisweilen schwer. Wann sprechen wir über meine Genesung? Das tun wir längst. Ihre Trauerarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Genesung.
Trauerarbeit ist wieder so ein Wort, mit dem Ihre Branche sicherstellt, dass nie die Aufträge ausgehen. Die eigene Trauer zuzulassen und in etwas Positives zu verwandeln, das geschieht bei den meisten Menschen nicht von selbst. Genau wie man nicht von selbst sein Körperfett los wird. Sie merken es vielleicht lange nicht, aber es ist da. Und irgendwann sind sie so schwer, dass sie sich nicht mehr gut bewegen können. Sie müssen dafür arbeiten, es wieder loszuwerden. Ich soll mich also anstrengen, den Tod von diesen Menschen zu betrauern, die mir völlig unbekannt sind. Richtig. Warum soll ich ausgerechnet um ihren Tod trauern? Warum nicht um den der anderen Unfallopfer, die gestorben sind, zur gleichen Zeit überall auf der Welt? Da fallen mir viele Gründe ein. Weil dieser eine Unfall ohne sie nicht geschehen wäre? Genau hier fängt die Sache an, aus dem Ruder zu laufen, denkt Radomir. Das sind Gelds Worte. Radomir teilt diesen Pessimismus nur bedingt, auch wenn er wenig gegen die grundsätzliche Einschätzung vorbringen kann, dass man bei einem Familienvater, dessen Frau und Kind überfahren wurden, auf impulsive Reaktionen gefasst sein muss. Dieser Nimrod ist ein Spinner ohne Mittel und Einfluss, aber natürlich sieht auch Radomir ein, dass er eine Menge Ärger machen kann. Was schwebt Ihnen da vor? Fragt er. Soll ich zu diesem Vater gehen, ihm die Hand auf seine Schulter legen und sagen, tut mir leid, ich habe Ihre Familie überfahren, kommt nicht wieder vor. So? Was hält Sie davon ab, es zu versuchen? Er lacht. Es ist ein unwillkürlicher Laut. Ist sie wirklich so naiv oder verlangt nur ihre Rolle von ihr, ihm diese Frage zu stellen? Wie schon gesagt, ich bin nicht schuldfähig. Paragraph 20 Strafgesetzbuch, ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat. Ich rede nicht von juristischen Kategorien, Herr Milic, sondern von Ihren Gefühlen. Trauer und Schuldgefühle enden nicht, nur weil eine Akte geschlossen wird. Sie haben ja zu Recht gesagt, also das wird paritätisch aufgeteilt. Wir erfahren genauso viel von diesem Radomir Milic, wie wir von Jonas Nimrod erfahren. Nur Radomir Milic ist auf jeden Fall das unbekanntere Wesen. Und Sie sagen ja selber, das ist auch ein fremdes Milieu. Wie haben Sie es geschafft, so genau eine solche Psyche zu ergründen mit auch all den Hintergründen? Also das hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel erstmal im ersten Anlauf mit dem Milieu zu tun gehabt, sondern ich habe eben sehr genau geschaut, wen will ich da erzählen. Und das ist eine, auch wenn ich das jetzt vielleicht so nicht sagen sollte, aber das ist eine gebaute Figur. Also die musste sozusagen bestimmte Kriterien erfüllen und dann habe ich mir angeguckt, wie wäre so jemand. Und dann das Milieu kam sozusagen mit diesem Milieu, also mit dem in Anführungszeichen Clan-Milieu, für das er arbeitet in Berlin, hat er ja selber, also er ist nicht selber in dem Milieu, das wird auch deutlich. Er weiß aber, wie dieses Milieu funktioniert und ich stelle mir als jemanden vor, der sehr genau sieht, wie Milieus funktionieren und sich dann schnell auch darauf einstellen kann. Sie führen ja Ihre Figuren, diese beiden Kontrahenten, dann auch wirklich an die jeweiligen Grenze Ihrer eigenen Sozialisation und Persönlichkeitsbildung. Das ist hochspannend entwickelt. Jonas kommt schwer ins Gehege mit seiner eigentlich fest zementierten pazifistischen Grundgesinnung, das ist das eine. Und Radomir, der frühere Bosnienkämpfer, dem Schuldbewusstseinsbefähigung anscheinend verloren gegangen ist, der muss sich nun doch mehr und mehr damit auseinandersetzen. Und nach, Sie haben das eben gerade schon anklingen lassen, werden auch die Hintergründe von diesem Radomir immer schärfer konturiert und dann kommt halt Schreckliches über seine Rolle im Balkankrieg an die Oberfläche, sodass ich mich dann gefragt habe, na, es ist schon ganz schön viel verhandelt in diesem Roman, braucht es das auch noch, dass jetzt auch noch dieser Krieg hier mit eine Rolle spielt, aber ich habe mir dann selbst entgegnet, ja doch, wenn man sich ein bisschen mit dem Balkan auseinandersetzt, dann weiß man, dieser Krieg, der ist vielleicht offiziell vorbei, aber es ist höchstens ein kalter Frieden. Und die Nachwehen sind ja immer noch da, die sind halt dann vielleicht auch in andere Länder verlagert worden. Wie haben Sie denn darüber gedacht und dann entschieden, das hier noch reinzubringen?
Also es hatte vor allem wiederum erzählt technische Gründe. Ich wollte zwei gegenläufige Bewegungen erzählen, nämlich der eine, wie du sagst, der eine, der seine Sozialisation hinter sich lässt und sozusagen Grenzen überschreitet, die er bis jetzt noch nie überschritten hat. Und ich wollte jemanden erzählen, der diese Grenzen schon überschritten hat und in sozusagen in die Gegenrichtung unterwegs ist. Und aus Jonas wird jemand, der mit seiner Trauer nicht umgehen kann und Wut stattdessen entwickelt, um sich als Handelnder zu fühlen. Und Radomir ist jemand, der Angst davor hat, noch mal zu handeln und der sich aus diesem Konflikt eigentlich versucht rauszuziehen. Und diejenigen, die den Konflikt aber schüren, das sind die aus dem Milieu, für die das gefährlich wird. Und deswegen kommt es hier zu einer höchst spannenden und gut gemachten Doppelsituation. Diese beiden Kontrahenten sind zugleich Jäger und Gejagte. Und die Rollen und die Vorzeichen wechseln ständig. Nimrod jagt Radomir, wird aber auch gleichzeitig wiederum von Radomir bzw. seinen Hintermännern gejagt. Und so geht das hin und her und es entsteht eine Hochspannung, die einen wirklich ins Fiebern bringt. Ich kenne jetzt nur einen Teil Ihres Werkes, Sascha Reh, aber in dem, was mir vertraut ist, da entstand genau dieselbe Fieberspannung, und auch Spannungserzeugung, in welche Schule sind Sie gegangen, sowas zu entwickeln, oder liegt das Ihnen einfach im Blut? Also ich bin natürlich auf die normalen Schulen gegangen, aber... Literarische Schule meine ich jetzt. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt ein paar Namen aufzählen, aber es geht, glaube ich, eher darum, was mich interessiert, was ich gerne lese. Und daran orientiere ich mich einfach. Und das ist alles immer relativ filmisch, weil ich eben auch sehr, sehr, sehr gerne Filme mir ansehe und auch genau ansehe. So ist es eben gekommen, dass ich so schreibe. Es klingt so einfach, aber wenn man liest, staunt man. Ein gewitzter Kopf hat mal über Adalbert Stifter gesagt, dass die Handlungsgeschwindigkeit in seinen Romanen gegen Null tendiere. Bei Sascha Reh sind wir auf der ganz anderen Seite. Das ist Hochgeschwindigkeitstempo, das einem Hören und Sehen vergeht, ohne dass es auf Kosten der Detailgenauigkeit geht. Ganz herzlichen Dank, Sascha Reh. Toller Roman. Ja. So, am Ende begeben wir uns nach Kiew, wo Krieg herrscht. Nicht der heutige, sondern ein Bürgerkrieg im Frühjahr 1919, nach der Russischen Revolution. Die Bolschewiki haben die Stadt übernommen, es herrscht Anarchie, die alte Ordnung ist zerbrochen. Eine neue sozialistische Gesellschaft soll her, die alte bürgerliche wird ausgeschlachtet. Rotarmisten, Kosaken, Tschekisten, alle agieren nebeneinander und gegeneinander. Begrüßen Sie mit mir den ukrainischen Autor Andrei Kurkow mit seinem historischen Kriminalroman Samsom und Nadjezda. Andrei Kurkow gehört seit seinem Roman Picknick auf dem Eis zu den wichtigsten zeitgenössischen Autoren der Ukraine und er ist Vorsitzender des PEN Ukraine. Und hier hat er jetzt eine Art Kriminalgeschichte geschrieben, einen historischen Krimi. Da geht es um einen tragischen Wendepunkt der ukrainischen Geschichte. Bevor wir darüber sprechen,
liegt es natürlich auf der Hand, danach werden Sie immer wieder gefragt, über die Parallelen, nach den Parallelen zu heute zu fragen. Dieser Roman ist 2020 in Kiew erschienen, muss man sagen, 2 Jahre vor dem Angriffskrieg jetzt, dem russischen. Jetzt ist er auf Deutsch da und wie gesagt, man sucht nach Parallelen. Gibt es welche? Es gab einige, guten Abend, ja, aber heute gibt es viel mehr Parallelen. Natürlich ja, 1914, der Anfang des Ersten Weltkriegs, 2014, der Anfang der Annexion von der Krim und Anfang des Krieges in Donbass. Aber dann eigentlich 1918, Rote Armee mit General Muravjov macht Angriff auf Kiew von nordöstlicher Seite, von Seite von Svjatoschen Vorort, 24. Februar 2022, von gleicher Seite russische Armee versucht Kiew zu okkupieren. Und am 10. Oktober, die gleichen Straßen waren von russischer Artillerie und Raketen bombardiert in Altstadt Kiew, wo ich wohne, die waren auch in 1918 von Artillerie von General Muravjov von Roter Armee bombardiert. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall eigentlich, weil Putin ist verrückt über historische Momente und historische Daten. Gehen wir in das Jahr, in dem der Roman spielt, zurück, 1990 Frühjahr. Ich habe gerade schon angedeutet, es war eine Übergangszeit einer Gesellschaft. Was genau war das für ein Übergang? Ja, 4 Jahre dauerte Bürgerkrieg in Ukraine und in russischem Königreich, 1918 bis 1921. In dieser Zeit 4-mal Rote Armee, Bolschewiki, hatten Kiew besetzt, aber dann müssten noch wegwerfen. Nur seit 4. Versuch, sie hatten geschafft, Ukraine zu okkupieren und zur Sowjetischen Republik zu machen. Ja. 1919, eigentlich, das ist die zweite Besetzung ja, von Kiew, von Rote Armee, Anfang Februar. Die Geschichte beginnt eigentlich Anfang März 1919. Die Bolschewiki, Rote Armee, war bis Ende Juli geblieben in Kiew. Und natürlich, jedes Mal, sie versuchte, neue Regeln einzuführen, neue Gesetze. Und jede 4, 5, 3 Monate, es würde eine neue Macht in Kiew geben. Ja. Sie lesen jetzt den Beginn und da geht es gleich sehr hart zur Sache, sehr brutal. Also Sie verschonen den Leser, die Leserin nicht. Bitte. Ja. Das Geräusch des Säbels, der auf den Kopf seines Vaters krachte, betäubte Samson. Aus dem Augenwinkel sah er das Aufblitzen einer funkelnden Klinge und trat in eine Pfütze. Der linke Arm seines bereits toten Vaters stieß ihn zur Seite und so traf der nächste Hieb nicht Samsons rothaarigen Kopf, aber auch nicht daneben. Er schlug ihm das rechte Ohr ab. Samson sah es fallen, konnte noch die Hand ausstrecken, fing es aus und hielt es fest umschlossen in der Faust, während sein Vater mit gespaltenem Schädel direkt auf die Straße stürzte und das Pferd ihn mit einem beschlagenen Hinterhuf noch einmal niedertrat. Der Reiter gab dem Tier die Sporen und stürmte weiter die Straße herunter, wo sich ein Dutzend fliehender Kiewer schon in die Gräben warfen, weil sie begriffen, was sie erwartete. Dem ersten Reiter folgten noch 5 weitere, aber Samson sah sie schon nicht mehr. Er lag im Graben, die linke Hand in die nasse Erde gedrückt, den Kopf auf die rechte Faust gelegt. Die Wunde an seinem Kopf brannte laut und dröhnend, als würde über ihr jemand absichtlich auf eine Eisenbahnschiene hämmern. Heißes Blut floss ihm über den Kiefer zum Hals und in den Kragen. Es begann wieder zu regnen. Samson hob den Kopf, blickte zur Straße und sah das verdrehte Bein seines Vaters, das ihm die Schuhsohle zukehrte.
Die dunkelblauen englischen Knopfstiefel sahen sogar dreckverschmiert noch edel aus. Seit 6 Jahren hatte der Vater sie ständig getragen und sorgsam gepflegt, seit dem Jahr 1914, als der Schuhhändler auf dem Krischatik, dem großen Boulevard in Kiews Zentrum, aufgeschreckt vom Kriegsausbruch, den Preis gesenkt hatte, weil er zu Recht annahm, dass Krieg nicht die beste Zeit für den Verkauf von Modeartikeln war. Samson wollte seinen toten Vater nicht mit dem zerschlagenen Schädel sehen. Deshalb taumelte er rückwärts durch den Graben, das Ohr fest in der Hand. Irgendwann kletterte er wieder auf die Straße. Er stand da mager und gebeugt und verbot es, sich zurückzuschauen. Er ging ein paar Schritte, stieß auf eine Leiche und lief um sich herum. Da brach wieder das schreckliche Geräusch über ihn herein, strömte wie flüssiges Blei durch das abgeschlagene Ohr in seinen Kopf. Er presste die Faust auf die blutende Wunde, versuchte sie gleichsam zuzustopfen und das in den Kopf eindringende Getöse auszusperren, und rannte los. Einfach geradeaus und gleichzeitig dorthin, von wo er mit dem Vater hergekommen war, in Richtung der heimatlichen Zhilianskaja Straße. Durch das Getöse in seinem Kopf hindurch hörte er vereinzelte Schüsse, aber das hielt ihn nicht auf. Er rannte an verstört sich umblickenden und ziellos umherstehenden Kiewern vorbei. Gerade als er fühlte, dass seine Kräfte ihn verließen und er nicht mehr weiter konnte, blieb sein Blick an einem großen Schild über der Tür eines freistehenden, zweistöckigen Hauses hängen. Behandlung von Augenkrankheiten, Dr. N. N. Watruchin. Er lief zu der Haustür und zog mit der linken Hand am Türgriff. Sie war verschlossen. »Machen Sie auf!« schrie er und begann mit den Fäusten an die Tür zu trommeln. »Was wollen Sie?« war eine verängstigte Frauenstimme zu hören. »Ich brauche einen Arzt. Nikolai Nikolaevich behandelt heute nicht. Er muss mich behandeln!« flehte Samson. »Wer ist da, Tonja?« ertönte ein entfernter tiefer Bariton. »Jemand von der Straße«, antwortete die Frauenstimme. »Lass ihn rein.« Die Tür öffnete sich ein wenig. Eine alte Frau sah den blutüberströmten Samson durch den Spalt an, ließ ihn im nächsten Augenblick herein und sperrte sofort mit einem Schlüssel und 2 großen Türriegeln hinter ihm zu. »Ach Gott, wer hat Ihnen das angetan?« »Kosaken, wo ist der Doktor?« »Kommen Sie.« Der glatt rasierte, grauhaarige Arzt versorgte die Wunde schweigend, legte einen Wattebausch mit einer Creme auf und wickelte Samson eine Binde um den Kopf. Von der Stille der Wohnung ein wenig beruhigt, sah Samson ihn mit stummer Dankbarkeit an und öffnete seine rechte Faust vor ihm. »Kann man das Ohr irgendwie annähen?« fragte er kaum hörbar. »Das kann ich Ihnen nicht sagen.« Der Arzt wiegte traurig den Kopf. »Mein Metier sind die Augenkrankheiten.« Vielen Dank. Herr Kurkow, wie gesagt, Sie verschonen die Leserinnen und Leser nicht. Im ganzen Gegenteil, Sie fordern sie, indem Sie sofort mit dieser krassen Szene beginnen, bevor wir die Chance haben, uns Samson überhaupt zu nähern, in irgendeiner Weise ihn kennenzulernen, Empathie zu entwickeln. Warum diese Drastik? Ja, das beginnt natürlich mit Samson als Opfer und weiter die Geschichte entwickelt und Samson verändert sich. Er wird langsam nicht mehr Opfer sein, sondern er versucht ein Herr der Situation sein. Er wird zu einem Vermittler. Polizeivermittler, ja, Ermittler oder Vermittler? Ein Ermittler, ja. Ermittler, bei der ja, Entschuldigung, ja, ich sprach kein Deutsch für 2 Jahre der Pandemie. Ja, und so eigentlich, ja, vielleicht das ist ein
ein Anfang, das ist sehr brutal, aber weiter eigentlich die Geschichte ist weniger brutal. So, wenn man übersteht den Anfang, dann das ist viel einfacher weiterzulesen. Ja, wenn man sich nicht abschrecken lässt von der Brutalität, nein, erstmal muss man das ja überhaupt verkraften, aber dann ja, dann liest man weiter und dann lernt man also Samson kennen. Sie haben es schon gesagt, er wird Ermittler bei der Miliz und die versucht, eine neue Orientierung in dieses Chaos zu bringen. Das gelingt aber nicht so richtig erstmal. Ja, man kann eigentlich in solche Chaos nicht zu viel machen, ja, aber er versucht und eigentlich, warum ich habe diesen Roman geschrieben und das ist nur der erste Roman aus einer Reihe über 1919, weil 2017, als ich hatte den Roman Graue Bienen beendet, ich hatte einen Telefonanruf bekommen von einer Leserin, sie sagte, dass sie hat ein Geschenk für mich und wollte meine Adresse wissen. Und am Abend, sie war mit dem Auto gekommen und mit einer Kiste mit Originalakten von WCK, von Geheimpolizei, von Bolschewiki. Und alle Geschichten in diesen Akten passierten in Kiew in 1919, 1920, 21, 27. Ja. Und natürlich, ja, als ich las alle diese handgeschriebenen Dokumente, ich war fasziniert, ich war immer in Geschichte interessiert, aber wirklich, das war etwas so Wichtiges für mich, auch während des Krieges, weil der Krieg in Ukraine war in 2014 begonnen, ja. Und dann ich habe entschieden, eigentlich diese Geschichte zu schreiben, um auch zu vergleichen, was für eine schreckliche Zeit damals war. Und heute ist natürlich, ja, der Krieg ist sehr gewaltsam und sehr tragisch, aber in 1918 bis 21. Es gab 5 verschiedene Armeen, die kämpften miteinander in Ukraine und das war auch ein Kampf über Unabhängigkeit. Ukraine blieb für fast ein Jahr unabhängig in 1918. Und heute geht es um Existenz des Landes, um Unabhängigkeit, weil praktisch Putin will ganzes Land in russische Föderation integrieren. Er kämpft nicht nur für Territorium, er kämpft gegen ukrainische Identität, ukrainische Mentalität, ukrainische Sprache. Und so, es geht gleich ernst heute, wie das passierte vor 100 Jahren. Sie nennen den Roman Samson und Nadjezhda. Ja. Genau. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebe. Es gibt eine Liebesgeschichte, auch in diesen brutalen Zeiten. Aber natürlich ist diese Liebesgeschichte geprägt von den Umständen, von der Geschichte. Es ist eine sehr spezielle Frau, die er da kennenlernt. Was ist das für eine Liebe, die sich genau da entwickelt? Ja, eigentlich, die sind sehr verschiedene Leute. Weil Samson, obwohl er ist ein alleine geblieben, weil seine Mutter und seine Schwester früher von Krankheit gestorben waren, ja, und er gehört zu reichen Leuten, zur Aristokratie, zu ausgebildeten Leuten, die in oberen Staat in Kiew gewohnt hatten. Und Nadjezhda gehört zu anderen Familie, so halbjüdische Familie aus unteren Staat, aus Podil am Fluss, wo die Arbeiter und kleine Händler gewohnt hatten, ja, und sie ist vielmehr über Bolschewiki enthusiastisch. Sie glaubt, dass diese Macht kommt für ewig und es wird viel besser, mit Bolschewiki zu leben, als mit allen anderen. So, das ist ein bisschen politisch kompliziert, aber sie ist eine starke Frau und ich muss sagen, dass Ukraine ist ein Land mit Geheimmatriarchat. So, die Frauen sind viel stärker als Männer, aber sie klug genug, sie lassen Männer denken, dass die Männer sind wichtig. Samson ist auch fasziniert von ihr. Ah? Samson ist auch ein bisschen befremdet, aber auch fasziniert von ihr. Natürlich, ja. Manchmal er hat Angst von ihr. Das ist Angst mit Liebe. Das ist eine sehr interessante Mischung. Ich weiß gar nicht, ob wir dem noch was hinzufügen sollen. Das ist ein gutes Schlusswort für diese Veranstaltung, für diesen Römerabend. Ist das die letzte Lesung? Das ist die letzte Lesung, genau. Sie sind der letzte Gast. Sie können auch noch was sagen. Aber ja,
ich kann viel sagen eigentlich. Ich kann viel, aber dann... Dann sprengen wir, Sie meinen, dann können wir noch die ganze Nacht hier sitzen. Nein, ich weiß, es gäbe viel zu sagen, aber ich glaube, wir haben, das ist ja die Hauptsache, wir haben die Leute neugierig gemacht auf dieses Buch. So soll es sein bei dieser Veranstaltung. Es gibt schon zwei Bücher auf Ukrainisch und Russisch. Ja, ich schreibe auf Russisch, aber die Bücher in Ukraine auf Ukrainisch verkaufen besser als auf Russisch. Schreiben Sie noch immer auf Russisch? Ja, ja, ich bin ethnischer Russe, meine Muttersprache ist Russisch. Non-Fiction, so Dokumentarbücher, ich schreibe auf Englisch, Ukrainisch und Russisch, aber Prosa bleibt für mich nur auf Russisch, ja. Ja, aber viele AutorInnen in der Ukraine haben sich ja jetzt entschieden, nicht mehr auf Russisch zu schreiben, auch wenn es die Muttersprache ist. Es gibt solche Autoren, ja, ich bleibe bei Russisch. Russisch gehört nicht Putin. Mhm. Putin ist keine Russe. Putin, ja. Putin. Unter Putin sind Ihre Bücher auch schon sehr lange verboten. Nicht erst seit neuestem, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, ich schrieb ein Buch mit Putin als sozusagen ein Held in 2004. So, seit 2005 meine Bücher sind in Russland verboten. Mhm. Sie erzählen das sehr stolz. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ja. Vielen Dank, Herr Kukow. Danke Ihnen, dass Sie da waren. Schönen Abend. Bleibt uns zu verabschieden. Übrigens die Bücher, die Romane, die Sie kaufen können, die 8, die hier heute Abend vorgestellt wurden, aber auch viele anderen, die sind dieses Mal bei der Autorenbuchhandlung Marx und Co. Von denen werden die verkauft, das haben wir gerade, wollten wir nochmal korrigieren. Ja, wir danken Ihnen fürs Kommen. Ich hoffe, Sie haben eine Menge mitbekommen, haben eine Menge Anregungen bekommen und du hast noch eine wichtige Sie waren ein so liebenswertes und aufgeschlossenes und klatschfreudiges Publikum, deswegen bitte ich Sie einmal den Kopf zu wenden. Die Technik kriegt immer viel zu wenig Applaus und die ist so wichtig, denn sonst würde das Ganze hier nicht laufen. Ja, und das war's. Und wir freuen uns, wenn Sie nächstes Jahr wiederkommen zur Literatur im Römer. Und noch ein paar schöne Tage während der Buchmesse haben. Tschüss. Genau, das können wir gerne geben.